your chain, but no, you cannot ever leave. My dirt getting fucked, I'm seeing sexist bitch. Demons all around me, grab your water and your crucifix. Oh, don't lie, like the devilish tree, I'm coming in. Life all blush, I red, smoking jaws on your coffin drip. Ashing on your head, creeping while you sleep. It's your soul, I'm built for dream. Waiting for these fucking demons, baby, if you feel believe. Just the pain in the night, gotta keep my pimpin' tight. Lighting candles up in the woods, it's a sacrifice. Never lies, it never lies. Shit.
Na, werter Zuschauerschaft? Emine. Mensch, Mensch, lang ist es her, dass wir uns hier mal wieder im RP vereinigen, ha? Ist doch, also, völlig drüber. Aber ihr seid heute hier in Scharen erschienen, weil ihr Bock habt, ein bisschen RP zu gucken. Ich gehe heute rein. Karl ist leider immer noch nicht da. Sehr, sehr schade. Aber man muss die Leute sich auch mal genesen lassen, ne? Das ist einfach auch mal ein Fakt. Und ja, wir vermissen ihn natürlich trotzdem. Er hat so gerne gegrüßt auch. Ja, das stimmt wohl. Dem hat es ordentlich den Hals zerkloppt, dem guten Karl. Das kann einmal passieren. Also ich hatte ja letztes Jahr im Dezember auch einfach diese random Scheiße, wo einfach alles verschleimt war. Einfach so für 2 Wochen. War mal einfach von 100 auf 0 komplett weg. Von der Seite der Genesenen. So, wollen wir mal hier reingehen, ha? Ach ja, erstmal muss ich mal umschalten. Genau, Karl. Karl war so gerne gesund. Genau. Ja. Also, keine Ahnung. Ich kann nur mutmaßen. Fakt ist, wir gehen heute mal, wenn es nicht hier schon wieder rumbacken würde, gehen wir heute mal ein bisschen mit den anderen Kollegen auf Tour. Ne? Dass ihr nicht ganz in RP-Not geratet. Übrigens, Eddie Toronto, ich danke dir für 5. Ja, habe ich nicht übersehen. I saw what you did there. Ich grüße Kerem im VOD. Es ist halt, ich muss halt wirklich, wir müssen halt mal rausfinden, wie viel gerade auf dem Server geht. Weil. Grüße. Denn es sind auch gerade viele einfach in Red Dead Redemption. Und da ist halt. Oh nein. Hat jemand... Also, mir wurde der ja schon gesagt. Kann den mir vielleicht nochmal irgendwer... Nee. 187. Bin ich hier richtig für Knacki Rostis? Ihr seid Heck praktisch weh. Das Langzeitgedächtnis von Enrico Casalec. Gar kein. Wer macht denn hier auch eine scheiß Pintür rein? Also wirklich jetzt mal. Danke. Oh Gott. Warte mal, Murphy ist, glaube ich, aber drin. Oh ja, zum Glück. Ui. Rück mich weg. Schwein. Ach, los. Okay, wir müssen mit Hallo sagen. Hallo, ich höre nichts. Nee, ich meine ihn, wenn man im Kreis kommt. Ja, das neue Lied von Lubav, das ist voll geil. Zieh dir das rein, auf ja, Scratch. Ja, Krise. Würde ja gerne mal durch, warum? Hallo! Er geht raus, warum?
Nein, das hatte mir doch Rakete beim letzten Ausloggen gesagt. Meine Fresse. Also das weiß der sehr wohl. Sieht da einfach jemanden Gang-Opa? Sehr wild. Naja, oh nein. Wenn Murphy jetzt auch noch in dieser Senatssitzung ist, dann... Naja, ich bin mal gespannt, wie viel RP wir heute finden werden. Ansonsten kicken wir einfach so ein bisschen rum. Ich kaufe gerade einfach random irgendwelchen Scheiß. Ich brauche gar nichts. Kommt raus. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, was geht? Ah, Krise. Mensch, der sieht aber auch mächtig aus. Nee, der sieht aus wie Pitbull. Nö, Department of Justice, Hausmeister Service. Krise. Hausmeister Service. Genau, Hausmeister Service. Wir machen eigentlich nur so ein bisschen den Boden rein, immer. Hier und da. Aber dafür haben sie aber einen krassen Anzug an. Naja, das ist halt Department of Justice. Da ist auch ein gewisser Dresscode, sag ich mal so. Warum? Aber ansonsten ist da nie viel am Laufen. DOJ Hausmeister Service. Ja, genau, Hausmeister Service. Sind Sie böse, wenn ich jetzt auf den Boden asche? Ich wollte eine rauchen. Ja, machen Sie das. Hier ist ja nicht Department of Justice, wa? Waschen Sie ruhig auf dem Boden. Ja, weil mich, also hier ist es ja egal. Ist ja draußen. Sagen Sie mal, hier geht nicht zufällig ein Taxi irgendwie weg. Was? Aus diesem trostlosen Stück Erde. Wohin denn? Junge! Da, das Taxi, da kannst du, also... Junge, warte mal, ich rufe das Taxi mal eben, ja? Eine Sekunde. Was ist denn los mit den Leuten? Kommen die nicht, oder wie? Also die waren geschossen, das juckt die nicht. Die haben ihren Sold für heute erfüllt hier in der Straße. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass nur einfach geschossen wurde. Sollen wir mitschießen? Ja, bitte. Ja, okay. Dann, Opi, los. Ja, warte. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe mal, die hören das, wa? Ja, du, ich sag dir, das interessiert die wirklich nicht. Also. Naja, ich glaube es auch. Und ihr seid ja die neuen Ballers praktisch. Ja, also mein Enkel ist der Orgi. Wieso denn die neuen? Ja, ich dachte, also es gab ja schon einige Ballers. Die Ballers 1.0, die waren ja eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal. Naja, ne? Dachverliebt waren die. Die waren dachverliebt, genau. Und die haben wir auch, ja. Ach so. Ja, wir sind auch alle Dachdecker. Ja. Ich bin ja in die Dachstaaten. Was? Ne? Verliebt. Ich fahre einfach unglaublich gerne in Urlaub hin, ja. Genau. Wohin? Dachstaaten. Dachländer. Deutschland. Ja. Also ich bin genau. Verliebt in das Ordnungsamt hier. Warte mal, müsste das nicht Döch heißen? Ja. Der Opi kommt aus Deutschland. Genau. Ja, Potsdam. Er kommt aus. Ja, hab ich schon wieder vergessen, woher, ja. Und Potsdam. Potsdam. Ja. Ach, warte. Sie kommen aus Potsdam. Was war das? Brandenburg oder so? Hä, und da sind sie. Warten Sie mal ganz kurz. Sie sind ein Baller aus Potsdam mit einer Anzugshose praktisch. Ja, also ich bin erst Baller, weil. Ich bin Baller, weil mein Enkel ist Baller. Der ist der OG. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, Oggi. Ja. Der Oggi, ja. Oggi und die Kakerlaken. Ja, traumhaft. Na schön, wunderbar. Sonst haben Sie irgendwelche interessanten Infos?
die man vielleicht verwerten kann. Ich muss Zeit totschlagen, bis ich arbeiten muss. Mir ist mega langweilig. Ja, richtig. Wir gehen gleich in den Club. Wo arbeiten Sie denn? Ja. Ich bin DJ. Ach so. Und hier die ganzen Nachbarn so, die Nachbarstraßen, die Gewerbe so, ist das alles gut oder gibt's da was zu berichten? Die sind alle sehr nett, ja. Die meisten sind ja eh nicht mehr da. Also. Ja, man hört ja so, die Bennys Mafia ist ja schon eher so ein bisschen was. Hm? Was für eine Bennys Mafia? Ja, die hier, Cosa ja. Roxy. Ja, die mit diesem Schloss da verheiratet ist. Genau. Oh, ah. Ja, Alexemine, richtig schlimm. Also, genau. Die alle Dreck abstecken. Ja, weiß ich nicht, noch nie was von denen gehört. Die scheinen nicht wichtig zu sein. Nee, glaube ich auch nicht. Eher irrelevant. Na gut, ja. Dann schönen Abend nochmal. Aber die Aztecas, kennen Sie die? Aztecas? Nee, kenne ich nie. Die Aztecas, die Frauen. Ja. Die Arschtöcker. Die Arschtöcker, ja. Die sind da unten am Strand. Die könnten Sie vielleicht mal besuchen. Und die, und warum? Sind die so ein bisschen asozial, kann man sagen? Die sind so, die reden witzig, ja, die haben so Akzent. Können Sie, können Sie das mal nachahmen, dass ich es ein bisschen einschätzen kann, was da unten losgeht? Ja, ungefähr so, ja. Ich kann das nicht. Ich kann kein Spanisch. Sind das Ostdeutsche? Nee, das sind, Das sind Mexikaner oder so. Ach so, ja, da muss man ein Auge drauf haben. Ja. Na gut, dann hier, Krise, wa? Ich mach mich jetzt mal vom Acker. Ja. Schönen Tag noch. Mensch, grüße. Ein netter Mann. Nee, ich muss leider gleich sagen, Fischer ist heute nicht in der City. Und ich habe auch gerade festgestellt, dass ich der Einzige bin, der hier rumläuft. Der gute Murphy ist in der Gerichtsverhandlung. Also ich bin mal sehr gespannt, was hier irgendwie läuft. Grüße. Aber Racial Profiling ist doch das Soko Running Gag seit Tag 1, also. Ja, sie wollen mich mitnehmen, wa? Nein! Sie fortsetzen! Genau, Department of Justice, bitte. Und zwar bitte mit Vollgas, ja? Ich möchte hier nicht einschlafen. Wenn es heute keinen toten Kopf gibt, war es ein schlechter Tag. Also los, Großvater, gib mal ein bisschen Stoff hier. Geil. Ja, wer ist denn da eigentlich hier? Fischer. Oh, Fischer, schön. Fischer Briggs. Ach, du bist vom Pape hier. Ja, das ist der Opa vom Pape hier. Ach, du bist der Opa vom Pape. Ach so. Ja, genau, ach so, jetzt verstehe ich das. Ich bin erst so hingegangen, ich dachte, ja, hoffentlich sind das ein bisschen Assis. Aber dann dachte ich mir so, ne, schade. Aber... Hm. Ach so, ach du bist der Pape, sein Großvater. Ja, genau. Oder, ich sag mal so, ja, der Apfel raucht das Crack nicht weit vom Stamm, wa? Ja, ich weiß. So ist also, das einfach. Bin ich nicht mehr so gut drin, aber... Ja. Um die Kopf abzuhängen reicht, sag ich immer, ne? Ja, ja. Du bist ja auch dumm. Du musst ja nur die Straßenseite wechseln. Ja, du bist schon dran vorbei. Raus. Nein, links. Oh, die alten Leute mit der Orientierung, war es auch nicht mehr so ganz das Wahre, muss man auch ehrlich. Oh, mein Club steht hier noch. Ah, ne, die haben den schon abgeschlossen. Schön. Ja, tipp gut. Auf Kontakt geparkt. Klasse. Na dann, wunderbar. Dann bedanke ich fürs Herfahren, wa? Grüße. Und wie heißen Sie? Agent Kennedy. Ah, Mr. Kennedy. Ja, genau. Enrico Kennedy Casalec. Ja, ich werde sie weiterempfehlen. Genau, Hassmeister Service. This is the end. Ich habe jetzt gerade Bock auf ein bisschen James Bond Musik, muss ich sagen. Ich glaube, euch ist die Musik recht leise eingestellt, oder? Hold your breath and count.
Eieiei. Jetzt haben wir sie vernünftig. Also, kann irgendjemand eine Message vorschreiben, die dann einfach alles spammen, wenn jemand fragt, ob Heiko heute noch kommt? Nein, der kommt heute leider nicht. Und ich möchte heute einfach, um euch hier ein bisschen Content zu liefern und um es mal auszuprobieren, gucken, wie es denn ohne Heiko ist. Ich glaube, es wird ziemlich langweilig, weil auch echt verfickt wenig los ist. Und alle in irgendeinem Senat sitzen. Aber... man muss es ja mal ausprobieren, ne? Bevor wir hier irgendwas verteufeln. Heiko, genau. Heiko ist in Berlin und reißt Klimakleber von der Straße. So sieht's aus. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe halt noch überhaupt keine Ahnung, was ich mit Enrico anfangen soll. Konkret. Übrigen Tatverdächtigen, die sich noch im Tunnelausgang befanden, konnte ich feststellen, dass Agent for Bock ganze Staub gelegt hatte, dass eine Person maximal in den Tunnelausgang hätte hineinkommen können. Nee, keine Ahnung, bin ich nie. Perfekt, dann bitte Sie das Gebäude zu verlassen. Ich will nicht sagen, kleine Kammer auf, aber die. Mein Gott, du weißt aber, dass ich vom Hausmeister-Service bin, ne? Und vor Ort konnte man. Es geht darum, den Senatssaal zu verlassen. Den drei warum denn? Weil das ein offizieller Senat ist. Tunnelausgang befinden. Ja, und warum also muss ich da jetzt den Senatssaal verlassen? Das verstehe ich gerade nicht. Können wir das bitte draußen besprechen? Wir können mal draußen besprechen, ist eh kein Problem, ne? Ja, so. Ja. Weil Personen zum Senat förmlich geladen werden, wenn das nicht stattfindet, haben solche Personen sich fernzuhalten. Also sind sie in Rechtsvertretung. Ach, keine offiziellen Mitarbeiter der Ermittlungsbehörde, ja. Ja, darum sehen sie auch nur zwei vom Legal Officer. Der Rest hat sich auch fernzuhalten. Und Sie sind praktisch der Wachhund, kann man sagen. Das kann man so sagen. Ich habe heute den Saaldienst, ja. Sie haben heute den Saaldienst. Das ist korrekt. Naja. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Vollkommen klar, Herr. Wie war noch gleich der Name? 187. Immer noch Collins. Collins. Da Collins. Schön. Ja, Collins, dann passe ich heute einfach hier ein bisschen mit Ihnen auf, hm? Nein, Sie dürfen das Gebäude gerade verlassen. Ja, aber hier kann ich doch stehen. Wie gesagt, Sie verlassen jetzt bitte den Raum. Hallo, ich bin ja nicht im Saal. Ich stehe hier, ich sitze jetzt hier. Hallo? Ja, der Saal beginnt außerhalb der Tür. Ah! 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 Oh Gott, Herr Collins, jetzt ist mir die Hexe eingeschossen. Ah! Ah, Herr Collins, ah! Ah, die Hexe, ah! Aua! Aua! Oh, Herr Collins, aua! Aua! Oh, Herr Collins, aua! Aua, Herr Collins! Oh! Herr Collins, ich kann gerade keinen Meter mehr gehen. Oh, Herr Collins. Ich bin schon bewusst, dass das dann halt schon weitergetragen wird, ne? Herr Collins, tun Sie doch was. Herr Collins, tun Sie doch was, bitte. Herr Collins, machen Sie doch bitte was. Ich rufe das MD und lasse Sie abholen. Ja, da danke ich. Eieiei, oh. Oh. Ei, Emine, das tut weh. Eieiei. Jetzt müssen wir wunderschön. Ich bräuchte hier einmal ein paar Medics beim Gerichtssaal. Mein Herr hat gerade Probleme mit seinem Rücken. Danke vielmals. Mediziner sind auf dem Weg. Na klar, Herr Collins. So ein Schmerz. So ein Schmerz, Herr Collins. Collins. Ich weiß eigentlich, was ich da machen soll. Wissen Sie, seit 99, seit meinem Bandscheibenvorfall, habe ich das regelmäßig. Mein Chiropraktiker hat immer gesagt, Enrico, du musst mehr Sport machen. Und ich habe immer gesagt, ja,
Man läuft ja an der Arbeit ein bisschen rum, ne? Einmal um den Wachturm so. Naja, aber gesagt, Enrico, das reicht nicht. Du musst in der Sportgruppe. Du musst in der Sportgruppe. Sportgruppe Oberlausitz. Wassereurobik wahrscheinlich. Ja, Wassereurobik, genau solche Sachen, wo man sagt. Aber es wurde einfach nicht. Bin ich ganz ehrlich. Es wurde einfach nicht. Ja, und jetzt sitze ich hier. Jetzt sitzen sie hier. Man kann sagen, zweimal im Monat fährt mir die Hexe ein, aber anders. Mein Beileid. Ja, sie klingen auch sehr anteilnahmsvoll, ne? Danke, Herr. Da durchaus mit Ihnen. Danke, Herr Collins, dass Sie da mit mir leiden. Das merkt man Ihnen an. So kennt man mich. Bitte? Den mürrischen Collins. Hä? Nee, das meint, also, hä? Ich weiß nicht. Ich bin gar nicht ironisch oder so. Ich finde das schön. Nee, nee. Ich finde das schön, dass Sie meine Hand. Können Sie meine Hand halten, Herr Collins? Nein, danke. Darauf würde ich gerne verzichten. Ja, scheiße. So, ach so, da sind Sie doch nicht so empathisch, wie ich gedacht habe. Einen wunderschönen. Um den Herrn da auf der Bank geht es. Krise. Einen wunderschönen. Ja, also ich war hier gerade und der Herr Collins hat mich gerade darüber aufgeklärt, dass ich ja gar nicht sein darf, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Ja. Aber ja, mir ist beim Rausgehen extrem die Hexe eingeschossen hinten. Also ich habe mir komplett einen Nerv geklemmt und ich kann mich ja eigentlich gerade überhaupt nicht mehr bewegen, muss ich sagen. Scheiße, ja. Also, ich bleibe jetzt einfach so sitzen, wie ich sitze, ja. Und es, also wenn ich mich ein bisschen bewege, dann ist ein unglaublicher Schmerz. Mhm. Unglaublicher Schmerz. Das ist okay. ganz aua. Aua. Gut, ich taste mal vorsichtig, ja? Ah! Hören Sie doch auf! Okay. Ja, ist doch krank! Oh Gott! Das ist so schlimm, aber auch nicht gut, okay? Was ist mit dir drüben? Ja. Aua! Besser? Es ist so viel Schmerz. Es sind so große Schmerzen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Das klingt eindeutig nach einem eingeklemmten Nerv. Da müssen wir Drücken einrenken. Ja, also ich sag mal, also ich kann ja nie aufstehen. Ich kann nie aufstehen, das sag ich Ihnen gleich. Ich bleibe genauso sitzen, wie ich hier sitze. Also Schmerzinfusion sicherheitshalber MRT? Infusion auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir einen MRT brauchen. Ich würde ihn ganz gern einfach nur einrenken. Wenn wir ihn hier auf den schönen Boden flach hinlegen. Ich ihn schon angefangen, aber haben Sie ein mobiles MRT, was Sie so um mich herum aufbauen können? Leider nicht. Aber wir geben ihm auf jeden Fall erstmal was gegen die Schmerzen. Genau, wir geben ihm eine Schmerzinfusion und dann versuchen wir ihm einfach hier den Rücken einzurenken. Ich werde ihn einfach an der Hüfte festhalten und du wirst oben an der Schulter arbeiten. Mhm. Ja. Dann sollten wir das hinkriegen. Aber geben wir ihm zuerst mal die Infusion. Ja. Ja, können Sie sich auch so ein bisschen näher treten, bitte? So, ich dosiere das mal ein bisschen hoch. So. Oh. Sollte gleich besser werden. Naja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Schmerzinfusion reinrennen. Ja. Wir haben also, jetzt auch keinen Stress. Ich weiß auch nicht, ich hätte das. Können Sie Paper 187. Können Sie kurz ein bisschen näher treten? Ja. Der Kollege ist ein Arschloch, sondern das Gleiche. Ich arbeite hier und der will mich rausschmeißen. Einfach nur, weil er meint, er hat heute Autorität. Mir geht's überhaupt nicht schlecht. Ja? Oh. Aber okay. Können Sie mit mir vielleicht so die nächsten 10, 15 Minuten so tun? Als wäre das so? Und als könnten Sie mich hier nicht wegbewegen? Also, ernsthaft, das wär großartig, wenn Sie einfach... Ich sage Ihnen, der Kollege ist wirklich ein richtiger Trollo. Ist er nicht? Passen Sie auf, wir werden Ihnen nachher den Rücken einrenken. Ja, und damit machen Sie alles schlimmer. Ja, da können Sie so richtig losschreien, das tut plötzlich so weh. Ja. Und dann werden wir empfehlen, dass Sie hier noch mindestens 20 Minuten sitzen bleiben, bis der Schmerz nachlässt. Ja, genau so machen wir das. Also... Ja, also, es ist wirklich... Ich fürchte, die Behandlung hier dauert noch einen Moment, ja. Naja. Du kannst dich wie ein Arschloch benennen, wirklich?
Ah, also ich bin ja Mitarbeiter, ich bin ja von der ermittelnden Behörde, aber der macht hier, was er will. Und dann sagt meine Frau, Enrico, du musst ein bisschen was für deinen Rücken tun. Und ich sage, Henriette, es geht nicht. So, ich habe keine Zeit für ständig dies, das, Ananas. Es ist einfach nur... Ja, verstehst du. Oh, also das ist wirklich, da müssen sie... Schauen Sie sich die Frisur von dem Collins an. Da ist alles gesagt, wie die eine Strähne so über dem Auge hängt. Da weiß man. Das ist ein Autoritärer. Die Strähne ist halt noch zu kurz, die passt nicht. Nicht in den Tod rein. Schade. Genau. Das ist gut. Ja gut, dann nicht, ne? Dann sage ich mal schon. Könnte aber vielleicht die Medizinerin kurz rauskommen, damit sie mich... Sehr gut. Es verzögert sich mein alles. Mein Kollege hat mir gerade eben auf die Fresse gehauen. Wenn der Collins sich gleich wieder hinstellt, ja... Dann versuchen sie mich einzurenken, dann wird es komplett krank. Ja. Aber ich denke mal, ich vertraue ihnen da. Sie machen das schon. Die Infusion ist auch ein bisschen langsamer drehen, dann verzögert sich das Ganze noch ein bisschen. Ich spüre übrigens überhaupt nichts. Das ist komplett wild, ja. Bin bei Ihnen so. Wie geht's der Frau? Ja, wunderbar. Schön. Die steht hier hinter mir. Ach so, das ist ihre Frau, oder wie? Naja, noch nicht, aber hoffentlich bald. Bis eben machte ich sie. Wieso? Nee, alles gut. Enrico, reiß dich zusammen. Die Leute sind auf deiner Seite. Alles gut. Wie geht's Ihrer Frau? Wie haben Sie gesagt, heißt sie Henriette? Henriette, genau. Henriette, okay. Kann man sagen. Und Enrico, das klingt so deutsch. Ja, genau. Oberlausitz komme ich. Oberlausitz? Oberlausitz, okay. Genau. Ein Oberlausitzer Jung, kann man sagen. Genau. Geboren in Köthen. Sachsen-Anhalt, aber dann rübergezogen nach, genau. Okay. In der Oberlausitz direkt. Kleines Dorf, aber es war schön, muss man auch sagen, ja. Immer mit der S51 gefahren, tipptopp. Wie läuft sie drüben? Ja, sehr gut. Also die Schmerzinfusion ist jetzt schon fast durch. Mhm. Ich glaube, er kam doch Schmerzen. Wir können jetzt probieren, den Rücken einzurichten. Kann ich dich vorher eine Sekunde? Okay. Wie geht es mittlerweile? Wirken die Medikamente? Ja, so langsam, aber sicher. Wa? Also ich denke mal, das sollte jetzt gleich gut sein, Herr Collins. Das wird gut sein. Sass! Ich finde das übrigens schön, dass sie ihrem Saaldienst so ehrenwert nachgehen, kann man sagen, ja. Danke. Also Herr Collins, dass Sie da auch... Wissen Sie, ich finde, beim Saaldienst braucht es auch Leute, die einfach keine Ausnahmen machen. Auch nicht, wenn es Sinn ergeben würde. Auch nicht, wenn man sagen würde, komm, das kann da ja irgendwie auch, ne? Das ist ja nicht so dramatisch. Ne? Nee, die von der Ermittlungseinheit. Nee, da muss man schon hart bleiben mit den Leuten. Ja, das meiste geht vor allem einfach darum, dass man genügend Zeit hat, Dinge abzuklären, wie in Ihrem Fall. Grüße. Wie was? Was meinen Sie? Meistens geht es ja darum, Zeit zu bekommen, um Dinge abzuklären. Ne? Genau gleich wie in Ihrem Fall. Gut, Sir. Dann würde ich sagen, wir lagern Sie mal vorsichtig um und versuchen Ihnen den Rücken einzurenken. Ja, das ist traumhaft. So. Ich nehme sie hier vorsichtig an den Schultern, dass sie ganz gerade zu mir hoch aufstehen. Ja. So. Ich stütze hier. Und dann einmal langsam auf den Bauch legen. Auf den Bauch legen. Und so. Ja. Ja. Schön, nee, also ich dachte, keine Sorge, ich halte das aus. Schön langsam. Mehr als 10 Minuten kriegen wir nicht raus, tut mir leid. Ah. So, ich bereit? Die Hüfte weg. Oh. Ja. Okay. Oh. Das könnte jetzt wehtun. Ja. Warte. Die sind alle wieder da. Es macht ja alles noch schlimmer. Keine Angst, der Nerv ist eindeutig jetzt rausgesprungen. Das ist jetzt alles gut.
Das ist grausig. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Das ist nicht zum Aushalten. Ja, ich möchte sie müssen auf dem Moment liegen. Ja, da, oh, das geht aber nicht. Ich bleibe liegen. Das ist ja, okay. Was sind Sie für Sadisten? Ist doch nur noch krank. Aua. Ja, ich massiere hier mal vorsichtig, dann wird das gleich ein bisschen fester. Lassen Sie die Hand da weg, bitte. Okay. Bitte nehmen Sie die Hand da weg, das ist krank. Lassen Sie ihn noch 10 Minuten hier so sitzen und liegen, bis der Schmerz vergeht. Ja, dann soll es besser sein. Dauert manchmal einen Moment. Ja, das kann schon sein. Warten Sie mal, ich versuche mal meinen Kopf zu... Wenn es besser wird, müssen wir ihn tatsächlich mitnehmen, nicht mehr machen. Ja, das wäre echt schlecht, ne? Aber ich glaube, dass in 10 Minuten so besser wird. Oder 5, wer weiß. Ja, jetzt geht's. Jetzt kühlt der Boden meinen Brustkorb runter. Und ich werde schon. Aber bewegen will ich mich noch nie. Aber es liegt. Bleiben Sie noch ein paar Minuten so liegen. Das ist ja Wahnsinn hier. Ich bin seit einem halben Jahr wieder das erste Mal schmerzfrei gerade. Ja. Wieder. Ja, was fähige Hände ausmachen können, ne? Dann schauen wir mal kurz zu dem Herrn da draußen. Würde mich mal rauslassen. Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Und dann kommen wir nochmal wieder oder so. Genau. Herr Collins sieht das jetzt gerade. Hier stehen Raucher. Und denkt sich einfach nur. Achso. Oh. Ah, Herr Fischer, wird's langsam. Oh. Aua. Ja, doch, jetzt wieder Schmerzen. Ich dachte, sie sind schmerzfrei. Ja, ja, im Liegen ging es, aber jetzt habe ich gerade versucht aufzustehen und ich glaube, ich muss ja erstmal sitzen. Natürlich. Na klar. Okay. Dann wünschen wir Ihnen eine gute Besserung. Ja, danke fürs Kommen. Ich glaube, ich muss mich noch ein paar Minuten akklimatisieren und dann denke ich mal jetzt wieder. Aber ich danke für Ihr Bitte gerne. Werden würde ich euch nochmal dazu holen. Ne? Na klar, schönen Abend noch viel Erfolg dabei, ein ruhigeres Verfahren zu haben oder so. Ja, danke für euren Dienst. Mach's gut, gern geschehen. Danke für euren Dienst und danke für Ihren Dienst, gerne, Herr Collins. Danke, dass Sie mir hier geholfen haben und die gerufen haben, die waren top. Ja. Kann ich sagen. Das sind fähige Mediziner. Ja. Sag's, wie es ist, ne? Oh. Einer hat vielleicht auch ich ausgebildet. Ja, ja. 187. Oh. Wissen Sie, was das Positive an der ganzen Geschichte ist? Was ist denn das Positive an der ganzen Geschichte? Na, ich hatte Zeit, um Rücksprache mit dem Chief Justice zu haben. Okay. Was wollen Sie mir damit jetzt sagen? Dass Sie gerne den Saal betreten dürfen. Ach so! Das ist eine Drecksau. Also, ja, dann kann ich rein, glaube ich. Dann kann ich auch los, Herr Collins, dann passt es. Aber danke für Ihre schauspielerische Leistung. Ja, ja, aber gut, dass Sie Rücksprache hatten, wa? Das ist doch top. Dann sehen wir uns drinnen, wa? Herr Fischer, ich hätte noch eine kleine persönliche Frage. Kasalek ist es aber. Kasalek, Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. Ich und Namen, ne? Wir planen zur Ausbildung der neuen Richter, der neuen Staatsanwälte und des Legal Office, planen wir, wenn nicht so viele Verhandlungen sind, Scheinverhandlungen. Und da suchen wir regelmäßig Positionen für zum Beispiel Täter oder Zeugen, Leute, die schauspielerisch sehr begabt sind. Und Sie haben jetzt gerade hier spontan mein kleines Rückenschauspiel mitbekommen und haben sich gedacht, Mensch. Genau das. Das wäre ja komplett krank. Ja, also klar, warum nicht? Schreiben Sie mich auf die Liste und sagen Sie mir, sobald da was läuft, warum? Perfekt, dann würde ich das doch gerne machen. Na, klasse. Ja, ja, aber also wirklich, schreiben Sie mich drauf, mache ich mit, bin ich am Start. Ja. Sag mal, bin ich auch ganz ehrlich, wa? Vollkommen ehrlich. Also die für den Samstag haben wir jetzt schon die Personen besetzt.
Aber so wie es bis jetzt aussieht mit der Auftragslage für Gerichtsverhandlungen, würden wir nächste Woche auch noch eine planen. Dann würde ich Sie natürlich da vorziehen. Gut. Traumhaft. Nächste Woche wann? Müssen wir noch ein bisschen gucken. Ja, also ich sag mal so, Donnerstag, Freitag ist top, Samstag ist eher schwierig. Ja. Perfekt. Vollkommen klar. Top. Na dann, bin ich mal hier drin, Herr Kalins, wir hören uns. Viel Erfolg. Genau Uhrzeit kann ich ihn jetzt leider nicht nennen. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Aber er hat die Kurve bekommen. Vor ihren Füßen in den Boden gegangen ist, dass der Tunnel eingebrochen ist. Ich brauche keine Uhrzeit. Gut, also chronologisch fand das Gespräch statt, dann der Tunnelaufbruch, dann die Aufforderung unsererseits und auch von den TVs an uns als Team, die Waffen herunterzunehmen. Das Ganze vollzog sich viermal, zweimal aus Richtung der TVs, zweimal aus meiner Richtung. Und dann wurde das Feuer eröffnet. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Person, die erst unbewaffnet aus dem Tunnel kam, auch ihre Langwaffe zog. 187. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Na, Murphy ist doch... Ich hätte noch eine kurze Rückfrage. Wissen Sie, wer diese Person war? Da vorne steht Papa. Ich dachte, das hier wäre Papa. Im Nachhinein müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, wer diese Person war. Sie meinen die erste... Im Nachhinein auch. Also wissen Sie jetzt, wer diese Person war? Ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, aber Ich weiß, dass es einfach vier Personen waren. Ich muss sagen, in dieser eine Frau, drei. Ich meine, wir alle wissen natürlich, Männer. Es ist passiert, weil da der eigene Rockerclub angegriffen wurde. Ansonsten wäre das ja wahrscheinlich einfach vorbeigegangen. Aber er hat schon zünftig und vernünftig aufgeräumt. Und das kann man in dieser einen Situation jetzt nichts sagen. Papa, kann man nichts sagen. Mr. Shibata, Sie hatten ja eben meine Belehrung. An der Stelle bitte nochmal kurz Stay danken, Leute. Kommt. 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 Kommt, 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 kommt. Inwieweit waren Sie in die Planung involviert? Also laut Übersicht tauchen Sie als Co-Teamleitung auf, vermutlich das Team Red. Da wird aber Stay gedankt, du Heidewitzka. Ich war in die Planung des Einsatzes überhaupt nicht involviert. Dass ich die Co-Teamleitung bin, habe ich persönlich auch erst mit genaueren Instruktionen im Safe erhalten. Das heißt also, Sie haben sich erst im Safe abgestimmt? Na komm, wir hören das mal ein bisschen mit an hier, den Spaß. Was ist denn unser Kollege? Abstimmung eher weniger. Also Hammond, wurde mitgeteilt, dass falls es zu einem Ausfall seitens Riley kommen sollte, ich das Teamlead übernehmen werde. Und habe auch dementsprechend den Code zum Ausgang Tresors bekommen. Grüße. Na Mensch. Sie hatten in Ihren Aussagen beschrieben, dass Sie den ganzen Einsatz Grüße. Als Fehler empfinden, einfach auch aufgrund mangelnder Informationen. Grüße. Sehen Sie das heute immer noch genauso? Ich betrachte den Einsatz immer noch als Fehlschlag, ja. Wie stellte sich die Situation aus Ihrer Sicht beim Tresor dar, als die Tatverdächtigen in den Tresor kamen? Genauso wie es gerade eben Mr. Riley beschrieben hat. Was ich noch hinzufügen kann, ist, dass ich persönlich, habe ich auch bei der Befragung angegeben, die Person, wie sie ihre hinter dem Schreibtisch, also die herauskommende vordere Person, welche ich festnehmen sollte, dort habe ich nicht gesehen, wie sie die AK gezogen hat, da mein Fokus auf dem Inneren dieses Tunnels lag, wo die anderen TVs zu sehen waren. Wie viele andere TVs? Halbe Armor-Mission, da wurde da auch einfach gespielt. Da wurde auch einfach eine Armor-Mission gespielt. Im Tresor vier Personen. So richtig. Krank. Also vier TVs, insgesamt 10 dann. Mit Team Red. Ja, wir gucken uns das jetzt hier mal ganz kurz an, Leute, und gucken mal, ob das irgendwie noch funny ist. War eine Katastrophe. Also rauswerfen lassen will ich mich jetzt hier nicht aus dem Gericht. Hat das mit der Kurzfristigkeit zu tun? Sonst verlieren wir, glaube ich, nämlich die Gunst unseres Richters. Ja, definitiv. Also wir wurden ja um kurz nach 18:30 haben wir die Einsatzplanung bekommen. Dann wurde sie einmal mit uns durchgegangen.
Und dann die Jungs wurden haben wir als Team Red direkt auf Fahrzeuge verladen quasi, beziehungsweise sind auf Fahrzeuge aufgestiegen verladen. Und wurden dann zur Bank gefahren. Ich habe auch selber erst so wirklich realisiert, was wir jetzt alles... 6,5 mm, genau 30 Schuss im Magazin. ...lauten, als wir im Tresor das waren schon. Du hattest erst bei mir so wirklich die Verarbeitung des Ganzen angefangen. Das RCO obendrauf. Was für mich immer noch nicht so ganz deutlich geworden ist. Und da hoffe ich einfach, dass Sie mich so ein bisschen aufklären können. Dieses Briefing, wie das abgelaufen ist. Muss ich mir vorstellen, Sie sind in Dienst gekommen. Dann hat man Sie angerufen und gesagt, Jabata, kommen Sie mal rüber. Dann wurden sie kurz gebrieft, aufs Auto gesetzt und los ging's? Oder wie lief das ab? Ach, Chipata war auch mit drin. Grundsätzlich, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kollegen war, zumindest bei mir war es so, ich habe einen Tag vorher darüber Bescheid bekommen, dass es anscheinend einen Einsatz in der Southside geben wird und wir uns diesbezüglich im Mission Road PD um 18.30 Uhr treffen werden. Dort bin ich dann persönlich direkt im Mission Road PD in den Dienst gegangen, dort auch mit allen anderen beteiligten Kollegen, die mit an dem Einsatz beteiligt waren. Eberhofer, bitte. Grüße. Ja, servus. Ich wollte mal fragen, wie ist denn das zurzeit? Macht ihr noch zu Kontrollen oder so? Oder seid ihr jetzt raus aus diesen Kontrollen? Ja, wir machen jetzt behördeninterne Kontrollen, mehr sage ich da nicht, wa? Na, schade. Warum, was ist denn da los? Ja, nur so, weil ich brauche Partner. Nehmen wir jetzt, Leute, ich habe gerade illegale Tuning-Autos gesichtet. Och. Aber passen Sie mal auf, ich bin gerade bei Gericht, aber ich höre da nur ein bisschen zu und gebe da meinen Senf so in mein Hirn rein ab. Wa? Und wenn es mir zu langweilig ist, was so in 5 bis 10 Minuten eintreffen könnte, der Fall, ja? Dann rufen Sie durch. Dann melde ich mich einfach nochmal, ja? Machen wir so. Ja, machen Sie das. Eben auf der Krise. Auszeit handeln wird, habe ich einen Abend zuvor bekommen. Am Sonntag müsste das gewesen sein. Und dass es sich um den Einsatz bei der Bank handelt, habe ich um 18 Uhr, kurz nach 18.30 Uhr erfahren. Also als dann auch die E-Mail an uns rausgeschickt wurde. Wie wurde der Wechsel erklärt? Also der Einsatzort, dass es jetzt nicht mehr die Southside ist, sondern die Bank? Auf die genauen Worte können Sie mir jetzt nicht mehr festlegen. Es ging in die Richtung, dass wir das von Mr. Harrison, dass uns mitgeteilt wurde, dass er uns leider alle anlügen musste oder unter einem Vorwand hierher bestellt hat, da es sich nicht um einen Einsatz in der Southside handelt, sondern eben um diese Operation Shadowland. Hat er begründet, warum er laut Ihrer Aussage lügen musste? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Halber Olaf Scholz hier. Haben wir mal kurz einen Olaf Scholz-Emote? Mr. Washington? Also ich habe noch eine Frage. Um 18.30 Uhr haben Sie den Einsatzbefehl letztendlich bekommen und wussten, worum es wirklich geht. Im Rahmen einer Einsatzbesprechung und im Rahmen einer E-Mail. Das ist so korrekt, ja? Nein, kurz nach 18.30 Uhr ging das Ganze an uns raus. Dann wurde das komplett einmal mit uns durchbesprochen. Also wir haben uns das nicht, oder beziehungsweise ich habe mir das nicht vorab durchgelesen, sondern es wurde komplett einmal mit uns durchgegangen und als das vollendet war, sind wir dann direkt losgefahren. Und dann direkt zum Einsatzort. Ja, genau. Wie viel Zeit ist da vergangen? Von dem Zeitpunkt an, wo Sie Kenntnis erlangt haben, was es tatsächlich geht, bis Sie am Einsatzort waren und dann an Ihrem Standort, wo Sie sich befinden sollten, nämlich in diesem Tresorraum. Also ich kann sie nicht genau sagen, grob geschätzt würde ich sagen, eine halbe Stunde bis, also 30 bis 40 Minuten, bis wir wirklich im Tresor waren. Okay, aber es waren jetzt keine 3 Stunden oder so, sondern... Nein. Also 40 Minuten ungefähr. Wie lange standen sie dann, weil ich hörte ja eben gerade von Herrn Riley, dass sie mit gezogener Waffe dort standen und gewartet haben in diesem Tresorraum. Wie lange standen sie da mit gezogener Waffe? Wer ist ja alles mit dabei? Irgendein Blondshop, wo ich genau habe. Genau steht jetzt dann, auch unabhängig ich glaube, steht vom Scheiß. Genau in der Aussage Grüße. Von Riley in der Akte, wann die Personen sehr ehrenvoll. Das erste Mal wahrgenommen sehr, haben. Sehr, sehr ehrenvoll. Ich glaube, es war ungefähr 20:20 Uhr. 20:20, 19:20, also ungefähr eine Stunde. Ja. Und in der Zwischenzeit, was haben Sie da gemacht? Haben Sie da einfach nur gestanden und
mit der Waffe auf die Wand gezielt, oder? Ah, Maxwell. Ich stand, also wir standen da in einer V-Formation in diesem Tresor drin. Es hat keiner auch nur im Ansatz gewagt, glaube ich, ein Wort zu sprechen. Wir sind da einfach still gestanden. Grüße Gemüse. Es hat sich keiner irgendwie Gedanken darüber gemacht, was sie da gerade jetzt überhaupt tun. Ja, doch, ich glaube, es haben sich alle beteiligten Officer da drin, die den Einsatzplan dann auch wirklich erstmal verdaut haben, wie ich ja auch schon gesagt habe, in diesem Tresor Gedanken gemacht, was wir da gerade tun und was da unsere genauen Befehle sind. Aber da standen wir schon in dem Tresor. Ja, okay. Das habe ich jetzt eben den Herrn Riley nicht gefragt. War in dem Tresor Geld? In dem Tresor waren Schließfächer und auch Taschen, ja. Also ich vermute, dass dort Geld drin war. Also Sie haben da nicht reingeschaut? Nein. Okay. Ja, das von mir war das alles. Danke. Mr. Washington? Keine Fragen. Mr. Masters? Mr. Chiabata. Sie waren während meiner Zeit Masters hier? Ist das nicht auch so ein absoluter einer der Knallfrosch? Herausragenden Teilnehmer in Bezug auf Einsatzleitung und Gesprächsführung. War das nicht der, der mit den Panzerfahrzeugen ausgefahren ist? Wenn Sie jetzt persönlich ein paar Worte über die Einsatzplanung und Masters am Ende ist da einfach nur salzig, dass er selber nicht dabei war bei dem ganzen Ding. Jetzt reicht's aber. Sie fragen mich jetzt explizit nach meiner subjektiven Meinung nach dem Einsatz. Nach Ihrer Wahrnehmung der Wartezeit im Tresor, wie sich das auf Ihr Gemüt und auch auf Ihre Stressbalance ausgewirkt hat und wie Sie sich am Ende auch dabei gefühlt haben. Ja, natürlich. Also ich habe mich auch mit anderen Kollegen aus dem Team danach drüber unterhalten. Es geht nicht ums Danach, Mr. Chiabata, nur Ihre subjektive Meinung bitte. Ja, darauf komme ich gerade zu sprechen und ich habe dort, einen Satz ist dort gefallen, der mir bis jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist. Die Luft dort drinnen hätte man mit einem Bolzenschneider schneiden können. Und so ging es mir auch. Also mir ging dort so viel durch den Kopf, was jetzt alles genau angesagt war, wer in welchem Team ist mit den verschiedenen Teamfarben und auch, was wir dann da letzten Endes überhaupt tun, wenn da wirklich jemand rauskommt. Also die ganze Situation war ja komplett ungewiss. Das heißt, Sie standen unter Stress, Sie hatten unter Umständen auch Angst und Befürchtungen. Ja, das ist so korrekt. Keine weiteren Fragen. Mr. Lynch? Wie haben Sie sich auf den Einsatz in der Southside, oh Gott, der angekündigt wurde, vorbereitet? Du bist da! Überhaupt nicht. Da ich dort keine weiteren Informationen dazu hatte, ich vermute, also meine Vermutung diesbezüglich war, dass es sich um irgendeine Gruppierung handelt, wo mir aber irgendwie auch erstmal unbewusst war, welche genau, wo wir eine Drogenrazzia oder sonstiges durchführen werden. Natürlich ist das jetzt ein bisschen schwierig im Nachhinein immer zu sagen, was wäre wenn, aber glauben Sie, dass Sie sich vorbereitet hätten oder dass Ihre Herangehensweise bei einem früh genug einen Informationsstand über den tatsächlichen Sachverhalt und den tatsächlichen Einsatz. Glauben Sie, dass Sie sich anders vorbereitet hätten oder überhaupt? Vorbereitet ist immer so eine Sache, da man dann auch, wenn man den Einsatzplan bereits weitaus vorher oder einige Tage vorher gewusst hätte, hätte man natürlich auch über die ganze Herangehensweise nochmal sprechen können. Insofern ist das rein spekulativ. Sie haben von den Taschen gesprochen. Wissen Sie, ob da noch Geld drin war oder wurde das ausgetauscht? Die Frage haben Sie mir schon mal gestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht in die Taschen hineingeschaut. Und habe auch keinen Kenntnisstand darüber. Hatten Sie in der Stunde, die Sie sagten ungefähr eine Stunde, in die Sie im Zelt verbracht haben, die ganze Zeit die Waffen im Anschlag? Nicht im Anschlag, aber in der Hand. Okay, danke. Keine weiteren Fragen. Dankeschön. Mir ist gerade noch eine weitere Frage erschienen, wenn ich kurz darf, Euer Ehren. Ja, bitte, Mr. Masters. Im Vorfeld der Operation Shadowland gab es dort auch in Bezug auf den Einsatz, den angemahnten Einsatz in der Southside, irgendwelche gruppendynamischen Trainingsvorbereitungen
gab es in irgendeiner Art, nachdem die GIS den Trainingsbetrieb eingestellt hat, in Bezug auf SOG oder gemeinschaftlicher Verbund SDPD, weitere Intensivübungen, um auf so etwas weitergehend vorbereitet und auch aktiv wirksam nun ja eingehend zu sein. Geht bitte nach Arma. Was ist denn los mit dir? Nicht im Sinne wie eines Verbundes vom GIS, nein. Vielen Dank. Wann sie... Ja, wie Leute, wir sind vielen doch hier Dank, vor... Mr. Marcus, wir sind doch hier vor Gericht. Singt hier bald jetzt jemand, oder... Ich jetzt oder Mr. Masters? Entschuldigung, Chibata, tut mir leid. Ich dachte jetzt auf einmal. Ja. Kommen wir zu PD27 Rickman. Ja, hier sitzen sie. Herr Rickman, Sie fanden die Planung katastrophal. Können Sie es ein bisschen ausführen? Ich finde, es hätte im Vorfeld schon einiges anders laufen können. Man hätte die DOA involvieren können, um genaueres über diese Gruppierung herauszufinden. Grüße. Man hätte also die Grillen sich ja lebendig davon informieren können. Die grillen uns ja alle lebendig. Die wollen euch ja komplett tot sehen, oder? Zum Beispiel, ich hatte seitens der DSU nur den Herrn Garcia, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite. Ich glaube, wir sitzen ja alle mittlerweile. Ja, das war deutlich schwierig. Ich kann einfach wieder gehen. Glauben Sie, Sie waren Einwanderer dafür? Einwände gegen den Einsatz? Also beim Briefing oder vorab haben Sie jemals geäußert, macht keinen Sinn. Können Sie so ein bisschen lauter flüstern? Also einfach Ihre Stimme beim Flüstern so ein bisschen mehr erheben? Also auch ich habe den Einsatzplan erst nach 18:30 gehalten. Na, so ein bisschen besser? Beim Durchgehen der Planung war keine weitere Zeit nachzudenken. Um 19 Uhr ging es. Also ich glaube, entweder wandern wir alle ein. Wann war es zu spät? Oder nur einzelne, ne? Ich sag's so, also ja, ich werde sie mal besuchen, wa? Als mein alter Vorgesetzter. Komm ich mal vorbei, winke mal. Ja, ich war ja nie Ihr Vorgesetzter direkt. Wirklich? Die Kommunikation ja, ich hatte im Tresor, gerade bezüglich Schussfreigabe und so weiter. Oder auch ich habe andere Felgen auf den Schreibenwagen aufziehen lassen. Das war's aber schon. Ja, genau. Also, in irgendeinem verheißungsvollen Tag kam der Chef, hat gesagt, so, ihr nehmt jetzt mal alle eine M16 und marschiert in die Bank, ihr kleinen Wichser. Oder wie ist es gelaufen? Aber zusammengerufen und dann hat es geheißen, los geht's. Genau, also der Widerspruch ist doch da, aber im Briefing hatten sie es jetzt. Der Harrison war das, oder? Ihnen ist das aufgefallen? Immer gesagt, das war eine Flachpfeife. Müssen wir eigentlich drüber reden. Also, ich hatte im Briefing nicht wirklich die Gedanken dafür, mich darauf zu konzentrieren. Ich war mit der Situation an sich ein bisschen überfordert. Und Sie sind jetzt beim DOJ angestellt. Ich bin jetzt Hausmeister Service DOJ, genau. Na schön. Gebäudereinigung und so, dass ich, behördeninterne Ermittlungen. Ich erstmal nur zugehört habe und schön. Einfach nur stumpf. Also spart man sich ein paar Kosten bei TopClean, die kann man dann direkt in die Behörde. Genau. Sie mal, ich habe ja sogar so einen kleinen Klappwischer. Als es zum Durchbruch kam, können Sie nur kurz ausschildern. Habe ich Ihren Angstschweiß direkt wieder weggewischt, wie man so schön sagt, Herr Gibbata. Das Treffen wunderbar, auf die Tatverdeckung. Ich danke vielmals. Wen hatten das noch alles erwischt? Ich kann schildern, der Erste kam raus, hat auch sofort die Hände hoch. Inwiefern meinen Sie erwischt? Wow, also wer steht hier noch vor Gericht alles? Welche Aussage? Die Einsatzleitung durchgefunkt. Also ich bin ja von der, ich bin von der Behörde, aber ich bin halt, ich lese halt keine Akten mehr. Also da hat sich alles verändert jetzt an dem Fall. Gespräch kam schon, dass die Waffen niedergelegt werden sollen, ob alleine ist. Ja, also SC kenne ich ja nicht. Bei uns war es Harrison, Steel, Rickman, der gerade vorne ist, ich und Garcia. Wurde nochmal aufgefordert, dass die Waffen niedergelegt werden. Ist Harrison persönlich hier? Und als der Herr, der da vorne bei uns mit dem Tresor stand, ebenfalls seine Waffe zog, wurde die Schussfreigabe. Also hat einen komplett schwarzen Anzug an. Vorher saß er hinter uns. Welche Perspektive? Der aussieht, wie als wäre er auf einer sehr seriösen Beerdigung. In der angesprochenen V-Formation stand er in der hinteren Reihe. Meine Aufgabe das ist Herr, der ist halt auch auf seiner Beerdigung. Weil ich sag's Ihnen so, Sie können Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen und das verdienen Sie auch, Herr Chibata. Aber der Harrison, der wandert für lange, lange Zeit ein. Also offene Frage, wenn jetzt ein Officer passiert das, wäre. Werden wir sehen, was das Gericht dann daraus macht oder der Senat. Zur Evakuierung direkt hatte ich keine Möglichkeit. Mir lag der PIN nicht vor. Ich habe tatsächlich erstmal nur die Wunden abgedrückt. Es war schön, Sie gekannt zu haben. Na, war auch schön, Sie gekannt zu haben. Ja. Wussten Sie, dass man in Extremfällen auch noch die Todesstrafe aussprechen kann hier?
Nee, was ist Justice? Ja, wenn es ganz blöd kommt, muss ich sie auch schießen. Jetzt wollte ich gerade sagen, dann kann ich vielleicht meinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Sie wären nicht rausgekommen. Ja, ja. Dann ist es was ganz anderes. Frage an der Stelle: lieber in die Leber? Und sie sagten ja auch, sie haben sich Gedanken. Oder ein gezielter Schuss in die Milz, dass sie dann so platzt. Sind sie gerade zur falschen Zeit am falschen Ort? Ich hätte gern, dass sie mich mit einer vergoldeten Muskete ins Herz. Haben sie sich dann darüber Gedanken gemacht, was denn passieren würde? Ihr Wort in Gottes Ohr. Herr Jepata, das kriegen wir hin. Falls es zu einem Senat niedergeschossen wird. Ja, genau. Den Gedanken hatte ich, ja. Müssen Sie vielleicht noch mit Hawkins reden? Vielleicht halt in eine Moskete oder so. Ja, ich glaube, der Hawkins leiht mir überhaupt nichts mehr. Der hasst mich nämlich erst so richtig. Ach so, der hasst sie auch? Naja. Oh, ich hab halt seinen Kumpel Carsel und seinen Kumpel Mr. Harris ein bisschen angegriffen. Entschuldigung, eine habe ich gesagt. Ich habe das alles gar nicht so mitbekommen, bin ich ehrlich. Wir sind mit dem Heli beim Carsel auf der Hochzeit gelandet und haben die komplett gecrashed. Vernommen? Ja, das habe ich schon mitbekommen. War anscheinend ein Bidi-Heli, die fanden die nicht so lustig. Ja, genau, aber wir haben ja auch ermittelt. Mom. Aber die haben nie erfahren, wer das Ding geflogen hat. Explizit in dieser Einsatzplanung vorab involviert war. Genau. Im Nachhinein weiß ich gut, das, ne? Vorher wusste ich es nicht. Manchmal muss man auch seine anderen Leute denken, da muss man halt mal das Bauernopfer sein. Wollte ich auch gerade sagen. Naja, aber ich sag mal so, ich wurde befördert, Alter. Ich fahre jetzt einen Mercedes als Dienstwagen. Mann. Das konnte ich Ihnen leider nie bieten als Management, ne? Ja, naja, Sie haben es probiert, bin ich ehrlich, wa? Ich habe keine Fragen. Der VW Passat Kombi mit 150 rein PS. Mr. Rickman. Oh, yes. Sie sprachen gerade von der V-Formation. Standard, 5 Leute? V-Formation. 6 Leute. Habt ihr Empire Earth gespielt, oder wie? Das ist ja vollkommen krank. In der vordersten Reihe stand Rally und Chipata. Also die beiden Personen, die den Pin hatten, standen in vorderster Front. Man merkt, sie sind jetzt im Nachgang auch gar nicht mehr so stolz auf die V-Formation zum Durchbruch, gewesen. Ich war eine Tatverdächtige durchgekrochen kam. Das ist ja das Problem. Ungefähr, muss keine genaue Angabe sein. Aber entweder ich hänge dafür, was ich da drin getan habe, oder ich hänge für Befehlsverweigerung, kann ich mir jetzt aussuchen. Keine weiteren Fragen. Und der Harrison ist ja ein ganz scharfer Hund, wenn man Befehle verweigert, war. Ja, das sieht dann nicht so gern. Vielen lieben Dank. Also wenn Sie da Einspruch einlegen wollen, sage ich auch gerne für Sie aus, dass der Harrison Psychoterror macht, sobald man Befehle verweigert, ja. Mr. Rickman, erstmal. Ne? Also mein Rücken haben Sie, Jibata, ja. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, Sie haben da an Scheiße partizipiert. Sie gehören da auch an die Wand gestellt, aber am Ende des Tages. Ich habe noch eine Frage zum Briefing. Kann ich Ihnen da auch verzeihen, ja. Gab es im Briefing die Einschätzung oder wurde das im Rahmen des Einsatzes vielleicht mal erwähnt? Ist das eigentlich der Manfred? Wie Manfred häufig nicht, ja. Es vorgekommen ist, dass die Gruppenmitglieder des AODs mit Waffengewalt auf Polizeiofficer reagieren oder ob das vorgekommen ist, wurde eine Akteneinsicht mal grob dargestellt. Redet so gewählt. Das Gewaltpotenzial mit Waffen. So, vor allem bei den irgendetwas Fragen. In dieser Form. Wahnsinn. Das wurde so nicht wiedergegeben, es wurde nur wiedergegeben. Ich kann mich auch gut ausdrücken, ne? Aber der Mann, der macht mich noch kalt. Ja, Wahnsinn. Wissen Sie, er sagt so viel und doch so wenig, also inhaltlich, wa? Wie die Situation rund um dieses Szenario mit dem AOD, Waffengewalt gegenüber Officer, greifen die Officer an. Wissen Sie das als, also selbst persönlich? Ich persönlich weiß tatsächlich nur von einer Personale, die öfter mal aufgefallen ist, aber ohne Waffengewalt. Also, um das nochmal konkret zu kritisieren, weil mir das sehr wichtig ist, gibt es Akten, Gruppenbeschreibungen, Personalien, die hervorgehoben arbeitet werden, die besonders oft durch Entführungen, da muss ich noch da bleiben, Waffenantworten und ich glaub, diese, auch noch mal eine diese in ihrem Überfälle oder diese Entführungen eben auch zum Schaden rumfahren. Von Kolleginnen und Kollegen ausführen. Und der wird immer noch nicht dran gewesen sein, ne? Die müssen erst noch Sie haben gesagt, die erste Person, die aus dem Loch gekommen ist, hat ihre Hände erhoben. Ist das so korrekt? Das ist korrekt, ja. Wie können Sie beschreiben, was dann passiert ist, um das vielleicht mal darzustellen? Dann gab es Gespräche, ist die dann, die muss sich ja dann irgendwo bewegt haben, weil es eben hieß, dass die hier. Der hier links von mir, das ist doch der erste intern. Hat der Arm mitgeballert? Um das zu konkretisieren, die Person ist aus dem Loch gekommen. Der bei uns mit auf der Bank sitzt. Als sie die Hände oben hat. Nee, der ist vom Backoffice, der ist für die Akkusen. Oder weniger ein wollte ich nämlich gerade sagen. Als ob dem jemand eine M16 in der Hand gekriegt hat. Von welcher Seite? Nicht mehr nicht vorbei. Der stand da auch mit dabei und hat auch mitgeschaut. Wirklich? Können Sie das wiedergeben? Nicht
den genauen Wortlaut, aber... Jibata, in was für eine Truppe aus Psychopathen sind Sie da reingeraten? Was machen würde? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon Hawkins, also ich habe der zur Rede gestellt, warum wir so lange freigestellt sind. Aber vermutlich werde ich danach sowieso nicht mehr im PD weiterarbeiten. Woraufhin wir entgegneten, so kenne ich sie gar nicht. Also da hatten sie einen schwachen Moment, muss man ehrlich sagen. Das macht mich traurig. Was ist dann passiert? Ja, habe ich ja gerade auch vorher gesagt. Ja, nachdem der erste Schuss aus dem Tunnel gefallen ist, also verarbeitet habe, stand vorweg, ich halt schon in den Tresor, ne? Ja, ja. Der Herr wurde aufgefordert, sich zu sagen, schau, ich gehe, ist halt auch schwierig, ne? Sie hätten vorrennen können, sie hätten sagen können, Wade Chamble, geh doch nicht raus, geh doch nicht raus, Wade Chamble. Also sie hätten mit ihrer Weste die Kugeln fangen können, Jabata, sie hätten ein Held werden können. Nachdem er den Schuss, oder nachdem sie alle den Schuss vernommen haben. Nachdem wir den Schuss und mit meinem Bein auch. Wirklich? Ja, das ist jetzt eine Titan. Wissen Sie, was in den Taschen im Safe war? Nee. Leider nicht, nein. Aber, also jetzt mal ehrlich, habt ihr zuerst geschossen? Keine weiteren Fragen. Nee. Die haben zuerst geschossen. Vielen Dank. Hat jemand noch eine Frage? Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Ich intensiviere das Kreuzverhör während dem anderen Verhör? Ich möchte aber den beiden Herren oben zu überlegen. Ich bin ganz ehrlich, wenn der Heiger nicht neben mir sitzt, bin ich komplett ungefährlich, was sowas angeht. Mr. Rickman. Du weißt, dass ich keine Akten schreibe und so. Das ist mir auch. Waren in der Bauformation relativ weit hinten. Bestimmt wohl, ne? Nee, also wirklich, ich kann die Marke auch abnehmen, wenn es dir so lieber ist, aber ich sag's dir so. Daran kann ich mich leider nicht erinnern. Ich will einfach nur diesen Herrissen ausbluten sehen. Das will ich sehen. Das wirst du heute sehen, Herr Rickman. Kannst du mir vielleicht eine kurze SMS schreiben, wenn der dran ist? Herr Beck, ich hätte tatsächlich eine Frage, sofern ich darf. Mr. Maxwell, gerne. Wundervoll. Solange ich die Nummer noch... Herr Rickman, Sie haben bereits angegeben gehabt, dass Sie wohl Bedenken zu Ihrem Einsatz hatten, diese aber nicht geäußert haben. Ist das so korrekt? Das ist korrekt, ja. Soll ich mal schauen, würden Sie uns erklären, warum Sie das nicht getan haben? Sie sollten die noch haben, warum? Sagen Sie mir mal nochmal lang. Sie meinen jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt der Besprechung oder wann genau? Als Sie die Information erlangt haben und Sie zu Menschen gekommen sind, dass Sie das für keine gute Idee halten. Genau. Ja, der Entschluss kam unten im Tresor. Ich gebe ihm noch nicht. Und ich war mehr oder weniger wie in einer Paralyse. Also ich habe in dem Moment einfach nur funktioniert. Mein Kopf hat gerattert, wie bekloppt, aber ich habe nichts zustande gekriegt. Ja, klasse. Überlebenssinn, würden Sie sagen, ja? Quasi. Und das bringe ich zu meiner zweiten Frage, die haben Sie gerade auch schon so halb beantwortet. Wie haben Sie sich im Tresor gefühlt, in dem Augenblick? Ja, meine Aussage entsprechend ins kalte Wasser geworfen. Also... Was man da gefühlt hat, das lässt sich in Worte nicht wiedergeben. Keine weiteren Fragen. Dankeschön. Hat noch jemand eine Frage? Vielen lieben Dank, Mr. Rickman. Sie können gerne Platz nehmen. Ich danke Ihnen. Collins? Mr. Taylor? Haben Sie was gesagt? Die Person bei Ihnen ist Mr. Na, ich glaube, Collins wollte mich am Anfang schon wirklich rausschmeißen. Wunderbar. Und ich gehe davon aus, dass es so war. Er hat beim Richter angerufen, sehr wütend, hat gesagt, er ist hier, macht Scheiße. Und dann hat der Richter gesagt, nee, lass den mal rein. Und dann hat er gesagt, okay. Das kann ich tatsächlich ausführen. Aber ist ja okay, mein Gott. Wie Sie vielleicht wissen, Ich hole mir mal schnell was zu trinken, ich stehe ja eh gut hier. Ich biss mal kurz an die Scheibe. Uns wird oft, wir werden oft in Situationen geworfen, wo wir keine genauen Informationen hatten. In diesem Fall hatten wir Informationen und haben mit diesen Informationen das Beste gemacht, was wir machen konnten. Innerhalb dieser kurzen Frist, die wir hatten, um drüber nachzudenken. Von welcher kurzen Frist sprechen Sie? Mir wurde tatsächlich erst die Einsatzbesprechung übergeben, also die Einsatzdaten übergeben. Nachdem ich in Palito Bay in Dienst gekommen bin, klingelte mein Telefon mit der Aussage, schnapp dir bitte deine Uniform, deine Waffe und melde dich im Mission Rope. Zwischen dem Briefing und Sie befanden sich im Tresor, über welchen Zeitraum sprechen wir da? Maximal eine Stunde. Wie lange sind Sie bereits Officer? Jetzt seit circa 6 Monaten. Okay, also schon eine lange Zeit. Halten Sie eine Stunde Briefingzeit für einen so komplexen Fall für angemessen?
das Briefing an sich lief ja nicht mal eine Stunde. Es war die Rede von Briefingbeginn bis Stand im Tresor. Ja, denn wie lange ging das Briefing, wenn wir schon dabei sind? 20, 30 Minuten vielleicht. Okay, dann waren die 20, 30 Minuten angemessen? Für die Übergabe der Informationen, die wir hatten, ja. Okay. Sie fanden die Formulierung des Level of Force gut. Das ist so richtig. Wir wussten ja genau, womit wir, also was heißt genau? Wir wussten, womit, was uns erwarten könnte. Uns wurde durch den Informanten zugespielt, dass wir es mit AK-47 zu tun bekommen werden. Aber worum es genau ging, wie viele Leute da unten sein werden, ob die AKs dabei haben, das war nicht bekannt. Und trotzdem war die Einsatzplanung gut, wenn das nicht bekannt war? Wie gesagt, in der Sicht des SIRT, also aus meiner persönlichen Leitungswasser. Sehr kalkhaltiges bayerisches Leitungswasser. Einsätze gehabt, danke deutlich der Nachfrage weniger an der Stelle. Können Sie uns mal eben kurz aufklären, was das SIRT ist? Das SIRT ist das Sondereinsatzkommando des Sheriff Department. Ach, okay. Also die sollten mal aufhören, ihre scheiß Ballertruppen zu benennen. Informationen und da reichten Ihnen quasi diese Informationen vollkommen aus. In dem Moment ja. Chief Justice, Mr. Washington? Negativ. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie waren im Tresorraum und Sie hatten nicht den PIN-Code. Haben das Sie sich so gar keine Gedanken darüber gemacht, was passieren würde, wenn diejenigen, die den PIN-Code haben, dort zu Schaden kommen? Die Gedanken kamen mir tatsächlich, aber was soll ich sagen? Ich habe, wie der Kollege vor mir eben auch schon sagte, wir waren in einem Tunnel und haben einfach nur noch funktioniert. Und Sie glauben, dass es rückwirkend betrachtet eine gute Idee, dass und gut geplant, dass zwei Leute dort von Sechsen diesen PIN-Code haben? Rückwirkend Sie, betrachtet, das ist gut. Nein. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da unten standen, wusste ich ja nicht mal, wer den PIN-Code hat. Außer, dass ich von Riley wusste, weil der uns reingelassen. Okay, aber Sie wussten, dass Sie selber ihn nicht haben. Das ist richtig. Das heißt, im Zweifel wussten Sie, Sie müssen die Flucht nach vorne gehen. Das hier ist so richtig. Kommt Mars aus der Leitung. In der Gelände. Gut durchdacht? Also, im Nachhinein kann man nur sagen, hier Moment, kommt feinstes Mars. Standen wir alle unter Adrenalin und hatten auch erst dort unten so wirklich die Möglichkeit. Heißt das so? Nee, Mars ist ja nur eine Maßeinheit für Bier. Aber, wie man so schön sagt, schon zu spät. Was sagt man denn? Eisbier? Helles? Ja, ich trinke kein Bier. Ich trinke generell nichts. Mit diesem Briefing da, oder? Ja. Mein Gehirn hat eine hauseigene Drogenproduktion. Ja. Und dann haben Sie an dieser Besprechung da teilgenommen, wo das Ganze besprochen wurde. Währenddessen haben Sie diese E-Mail bekommen. Und ja. Aber was ja based ist, das stimmt. Wirklich voll durchgelesen? Während sie mit uns durchgesprochen wurde, ja. Okay, also ich konsumiere nur Kick, während ihnen erklärt wurde, was dort drin steht. So richtig. Haben Sie sich diese E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal angesehen oder konnten Sie sich das alles merken? Und tatsächlich habe ich sie mir nicht nochmal angesehen. Nachdem der Einsatz, der Abmarschbefehl kam, war für mich nur noch entscheidend, was jetzt demnächst passiert. Gut, versetzen Sie sich einmal in die Lage zurück. Sie kommen da in dieses Mission Room, Ihnen werden diese Informationen zugetragen und dann begeben Sie sich zum Einsatzort. Ja? In dieser Zeit, war für Sie komplett klar, was da passieren wird? Das ist die Bankaufarbeitung, das ist der Senat. Wir wussten, dass die Leute in die Bank reinkommen. Wir wussten nicht, womit sie kommen, aber wir wussten, sie kommen. Aber es stand ja drin, dass vermutet wird, dass die schwere Bewaffnung haben. Ja. Also das haben sie ja dann angenommen. Ne? Also wenn sie wussten, dass die kommen und letzten Endes ist es ja auf einen Informanten zurückzuführen. Also zu 100% sicher war es ja auch nicht. Oder? Für mich persönlich, ich wusste nicht, wer ein Informant sein soll. Und es hat mich auch in dem Moment tatsächlich nicht interessiert. Das ist Sache der Einsatzleitung und nicht der ausführenden Kräfte. Okay.
Dann habe ich eine letzte Frage rückwirkend betrachtet. Finden Sie, dass dieser Einsatz, so wie er geendet ist, wie soll ich das ausdrücken? Finden Sie, dass das so ein guter Einsatz war oder nicht? Im Nachhinein betrachtet nein, denn es sind Leute zu Schaden gekommen. Es ist eine sehr spannende Wandlung, muss man ehrlich sagen. Okay. Danke. Ja, finde ich auch. Wahnsinn, oder? Ich hätte noch eine Rückfrage. Sie hatten ausgesagt, die Fallbearbeitung war gut, die Freistellung fraglich, da alle Officer erfahren waren. Was war damit gemeint? Damit war gemeint, dass ich diese Freistellung und Suspendierung eigentlich für nicht möglich erachtet habe. Warum nicht? Der Einsatz war für uns abgeschlossen. Kasalek, haben Sie kurz eine Sekunde? Von uns aus noch gemacht werden. Wir haben die Akte geschrieben, wie vorgegeben. Wir haben die Nachbesprechung gemacht. Ich habe gerade einen kompletten Hirnschaden. Kommen Sie mal schnell mit. Also ein normaler Tag. Ja, was heißt normaler Tag? Es sind halt Leute zu Tode gekommen. Aber ja, es muss untersucht werden. Aber der Dienst muss halt auch weitergehen. Ja. Welcome to. So. Ja. Herr Kasalek. Ja. Sind Ihre Kollegen heute im Dienst? Da vorne steht ja einer von den Jungs. Vorne, ganz rechts vorne, ganz, der ganz linke. Wer ist das? Murphy, ne? Ich glaube, kann sein, ja. Ganz genau, okay. das war der Einzige, dessen Telefon heute angeläutet hat. Genau. Okay, können wir mal ganz kurz vor die Tür gehen? Ja, vollkommen klar. Ich sag mal so, ich persönlich bin eh nur so hier, um zu gucken, wie der Harrison lebendig gegrillt wird. Das Schwein hat mich rausgeschmissen. Wissen Sie aber, na gut. Gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, das stimmt. Ja. Wir hatten ja das Gespräch vor ein paar Tagen bei Herrn Ford. Genau. Und da hatte ich ja was angedeutet, was den Herrn Hammond angeht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Können Sie es nochmal kurz wieder in mein Gehirn holen? Ja, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie bitte den Hammond auch mal unter die Lupe nehmen. Und ja, passen Sie auf. Und da sollte Sonntag ja das Gespräch stattfinden, da waren Sie ja nicht da. Ja, das ist leider alles ein bisschen blöd gelaufen. Also da... Ist kein Problem, alles gut. Genau. Nur die Sache ist gestern akut geworden. Bitte was? Erzählen Sie mir bitte mehr. Und zwar war gestern die Miss Dark bei mir. Ja, die sitzt ja auch mit drin, die Frau Dark. Nee, das ist nicht Frau Dark. Ach so, wer ist denn das? Das ist die Mrs. Fast, aber pscht. Warten. Ja, die verkleidet sich jetzt jeden Tag anders, weil die... Warten Sie mal ganz kurz. Frau Fast hat sich als Miss Dark... Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht hat. Das macht die als... Ach Gott, das gefällt mir. Das macht die Frau Dark halt so richtig sauer, da bin ich mir sicher. Ja, kommen wir zum Thema zurück. Ja, bitte. Auf jeden Fall war die Miss Dark gestern bei mir persönlich und hat sich über den Herrn Hammond ausgelassen. Und hat ziemlich viele Andeutungen gemacht, dass Herr Hammond interne Informationen rausgibt, den Verdacht, den wir auch bei Herrn Ford haben. Hammond gibt... Genau. Den Hammond habe ich schon, als ich Stufe 1 Officer war, da habe ich schon Distracts geschrieben an den... Und jetzt gibt der interne Informationen. Das ist ja komplett krank. Das ist erstmal die Information, die ich habe. Die kann ich natürlich jetzt so nicht verifizieren. Mir ist das jetzt zugetragen worden und ich würde Sie und Ihre Kollegen bitten, da mal intern zu ermitteln. Wir sind dran, Chef. Mehr sage ich da nicht. Wir sind dran. Wenn Sie, also vielleicht gehen Sie mal auf Miss Dark zu und befragen Sie mal zu Herrn Hammond. Ich denke, sie wird da sehr redefreudig sein. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir diesen Kerl irgendwie festsetzen können. Weil ich glaube, der Hammond ist wie eine Schlange. Der flitscht einfach an uns vorbei. Ja, aber gucken wir mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also, das ist gestern, war die Miss Dark da und hat mir ziemlich eindeutige Informationen gegeben, dass Hammond an sie weitergegeben hat. Aus Akten und Ermittlungsergebnissen. Es kann natürlich auch die Möglichkeit sein, dass es ein Rachefeldzug ist von der Miss Dark, aber das können wir aktuell, ne, wir müssen in alle Richtungen gucken. Ja, vollkommen genau. Und deswegen würde ich Sie und Ihre Kollegen bitten, da zeitnah sich zu informieren. Gut, sind wir dran. Also wir hoffen mal, der Heiko
kommt die Tage mal wieder. Der hat wohl gerade ein bisschen... Grüße Gemüse. Der hat's, dem ist wohl die Hexe ein bisschen eingeschossen, dem Heiko. Ja, Sie können da auch Price und Murphy mit involvieren, ist ja völlig klar. Chief Justice John weiß darüber Bescheid. Ja. Ich hab mit ihm gestern gesprochen und er hat das Go gegeben dafür, dass Sie da intern ermitteln. Ja gut. COCP, Ausgabe von Informationen und so weiter und so fort. Gut. Und wenn Sie da sind wir dran. Hemmen, COCP, Ausgabe. Ja, machen wir. Und wenn Sie da irgendwas haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Natürlich, Sir. Habe ich eigentlich Ihre Telefonnummer? Wahrscheinlich nicht. Nee, können Sie mir die nochmal kurz... Können Sie mir die geben? Können Sie mir bitte auch nochmal Ihren Nachnamen nochmal geben, kurz bitte? Mein Name ist McElroy. Ah, genau. Wie wird denn das geschrieben, Herr McElroy? M-C-I-L-R-O-Y. M-C-I-R-O... I-L-R-O-Y. I-R-L-O-Y. Nee. I-L-R-O-Y. I-L-R-O-Y. Ist ja vollkommen krank. Nee, warten Sie mal, jetzt habe ich es wieder falsch schon gemacht. Wissen Sie, es ist spät. Sagen wir es mal so, es ist schon wieder peinlich. Mein Gehirn nicht in der Lage ist, Buchstaben aneinanderkettung zu hören. Das ist einfach nur, also es ist krank. Genau. Ja, dann bitte mal eben die Telefonnummer, Herr McElroy. Das ist die 791? Ja. 858. Gut. In Ordnung, Herr McElroy, wir kümmern uns super um die ganze Angelegenheit. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt habe ich auch mal nochmal einen genauen Kontakt hier zu dem wunderbaren DJ-Mitarbeiter, war Herr McElroy, vollkommen klar. So, machen wir uns mal wieder rein hier. Genau, danke. Alter, ne? Also manchmal muss ich mich halt schon wirklich fragen, was... Ja, der sagt mir irgendwelche Buchstaben und ich... Im Vorfeld, bevor die Leute durch den Tunnel kamen... Fucking wild. Sehr nervös, aufgeregt, aufgebracht. Während das Ganze da ablief, war ich, wie vorhin schon erwähnt, einfach nur in einem Tunnel, einfach nur funktioniert. Für mich hatte das Leben... wir haben alle nicht tödlich geschossen, da bin ich mir sicher. Aber wir wissen selber, der schon mal mit so einem Karabiner geschossen hat, wie wir ihn nennen, der hat auch ein gewisses Streufeld. Wir hatten definitiv nicht die Absicht, irgendjemanden zu töten, lediglich außer Gefecht zu setzen. Genau. Genau. Ich muss aber noch mal eine Rückfrage stellen. Ich auch. Ja, Sie gerne zuerst. Ist gut. Die sind bestimmt auch alle in der WhatsApp-Gruppe von Jörg Sprave, sind wir ehrlich. Gerade so, wie sah die Ausbildung an der Waffe aus, wenn Sie sagen, die hat ein so großes Streufeld? Schussübungen im Programm des GIS. Okay. Wir haben ja mittlerweile erfahren, es waren 4 Personen im Tunnel. Plus Tresor, 31 Kugeln. Sind 7,75 Kugeln pro Tatverdächtigen. In die Schulter, ins Knie, in den Fuß. Wo werden knapp 8 Kugeln pro Tatverdächtigen verschossen? Oh, kennst du, kleine Drecksau. Also in der Regel als Mannstoppwirkung auf Arme und Beine. Mr. Lynch? Es tut mir leid, ich bin gerade... meinen Sie die Frage, die ich hatte? Ja. Ja, stay aufpassen. Meine Frage zielte auf das Streufeld hinaus und gliederte sich in Ihre Frage ein. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Mr. Coldwell? Ich habe ja selber auch das Training des GIS genossen. In voller Ausführung. Und jetzt hätte ich die Frage, die Streuwirkung einer, in dem Fall AR-15. Also ganz ehrlich, ich finde, wer bei so einem wichtigen Moment im RP nicht richtig zuhört, ist auch einfach Fail. Reichweite halt wirklich
so groß, dass man nicht mehr abschätzen kann, wo man eine Person trifft. Das ist ja eine Frage an Sie. Haben Sie vollautomatisch die Frau von oder in Oberstaatsanwältin? Burst Abständen. Die Frau von Hawkins? Zur Erklärung, glaube, dabei handelt sich um eine Schussabgabe von 3 Kugeln pro. Naja. Dazu möchte ich hier nichts sagen. Weil ich mich selbst nicht mehr dran erinnern kann. Alles klar, dann hätte ich noch eine weitere Frage, die darauf so ein bisschen anläuft. Vom Gefühl her. Hatten Sie das Gefühl, in dem Moment, wo diese 4 Tatverdächtigen mit gezogenen Kalaschnikows vor Ihnen standen, das Gefühl, diese, ich sag jetzt mal, Kontrolle gehabt zu haben, die man ja im Bestfall hat, wenn man so eine Waffe benutzt? Kontrolle über die Waffe, ja. Kontrolle über die Situation. Stay hatte sich nach einer RP-Situation überhaupt nicht unter Kontrolle und hat einfach komplett ehrenlos rumbeleidigt. Mich, ich habe Jura studiert, bin kein Experte, habe ich Kontrolle über die Waffe, wenn ich von einem Streufeld spreche? Und das so in gewissen Abständen gegenüber jedem RPler, der mal nicht Ja und Amen sagt, wenn er irgendwas sagt. Genau. Der sogenannte Erschieß-mich-doch-Case. Und seitdem hat noch jemand eine Frage. Macht sich halt alles, was der RP-Rang und Namen hat auf diesem Server. Der Abstand ihrer Position in Team Red, in der V-Formation, zu den Personen, mit denen sie dann in dieses Feuergefecht geraten sind, aus ihrer Wahrnehmung. Wie viele Meter waren das? Nicht mehr als 10 Meter. Keine Weise. Also 10 Meter von meiner Position bis Tunneleingang. Vielen Dank. Naja. Ich nochmal, der Nicht-Waffenexperte. Wie weit streut eine solch automatische Waffe, unabhängig des Modus vollautomatisch oder Burst? Was fahren die hier für Filme? Meter? Ganz ehrlich, ich gehe jetzt nochmal Harrison beleidigen und dann gehe ich raus. Mr. Masters? A, hängt es vom Schützen ab, von gewissen Möglichkeiten, aber im Normalfalle bei einem geübten Schützen 3-5 Zentimeter. Herr Harrison? Ja, bitte? Ist es sie? Alles klar? Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, alles gut. Sind noch Fragen aufgekommen? In Umständen entsprechend halt. Ne? Ja, sie sind halt so ein bisschen angezogen, wie als wären sie auf dem Weg zu einer Beerdigung. Mr. Kasalik, mit Verlaub, ich würde hier gerne weiter zuhören. Danke Ihnen. Mr. Distler, Sie können gerne Platz nehmen. Ja, nachvollziehbar. Mr. Garcia? Eine kurze Sache, während der Garcia nach vorne geht. Ich soll einfach vom Chief Justice aus schon mal ein bisschen Vorarbeit machen. Hätten Sie lieber die Giftspritze oder einen Stuhl? Ja. Für das, was Sie da angestellt haben, Harrison. Guten Abend, Mr. Garcia. Sie hatten ausgesagt, dass auch Sie davon ausgingen, dass der Einsatz in der Southside erfolgt. Ist dies so korrekt? Das ist so korrekt. Wann wurde das aufgeklärt, dass es sich um keinen Einsatz bei der Southside handelt? Nachdem wir die E-Mail von Ich sage jetzt gar nichts. Ich sitze jetzt hier. Bankeinsatz. Das wäre um 18:44 Uhr, um genau zu sein. 18:44 Uhr, um genau zu sein. Genau. Preis, es reicht jetzt. Du hast mir gesagt, es gibt heute RP. Ich komme hier rein und es ist niemand da. Ist die E-Mail eingegangen. Okay. Also sitze ich einfach nur hier und stiche rum. Fanden die Formulierung des Level of Force schwierig wegen der Widersprüchlichkeit. Lernen Sie uns das bitte auf. Das ist so korrekt. Für mich heißt es, wir halten auf Deutsch da rein, egal ob es Tote gibt oder nicht. Da ich aber da dementsprechend kein Freund bin, habe ich mich dementsprechend auch dieser Anweisung widersetzt für mich selber und habe auch in der Bank nur 2 Schüsse abgegeben. Wohin haben Sie geschossen? Wenn er jetzt einloggt, muss er sich halt selber wegfahren. Ne? Getroffen worden bin. Helfen Sie mir, das eben einzuordnen? Warum schießt man überhalb des Tunnels? Um dementsprechend die Tatverdächtigen nicht zu töten. Das ist ein Ablenkungsmanöver oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich verstehe es nicht. Ich wollte generell nicht auf die Bankräuber schießen, sondern habe dementsprechend eine Kugel fangen müssen, um dementsprechend mich selbst zu verletzen in dem Moment.
Was also natürlich war, keine... Waren das Warnschüsse für Sie? Korrekt. Offen formuliert, ab welchem Zeitpunkt würden Sie auf die Tatverdächtigen schießen? Wenn Sie dementsprechend auf mich 100% auf mich schießen, da es aber am Anfang nur Schüsse auf unsere Bodenrichtung war, habe ich erstmal nicht geschossen. Und da ich dementsprechend ganz hinten stand und auch noch die Gefahr habe, die Kollegen zu treffen in der V-Formation, habe ich dementsprechend meine Schüsse zurückgehalten. Nochmal bitte, wo standen Sie in der V-Formation? Ganz hinten, also circa so 12 Meter vom Tunneleingang entfernt. Welche Aufgabe hatten Sie dort? Also hatten Sie auch eine besondere Aufgabe, sich um Verletzte zu kümmern, auf irgendwas zu achten oder ähnliches? Das heißt, Sie hatten keine Sonderfunktion? Nein, gar nichts. In Ihrer Aussage hatten Sie gesagt, dass Sie die Zweifel nicht angesprochen haben, weil Sie Angst vor einer Kündigung hatten. Können Sie es bitte ausführen? Das ist so korrekt. Wenn man sich gegen Führungsebene oder Streifendienstleitung gerne mal widersetzt, landet man am Ende des Tages in ihrem Büro und kann mit einer Suspendierung oder Kündigung gedroht werden. Das war der Sachstand bis Chief of Department kurz noch im Gebiet. Das habe ich ja auch miterlebt. Oh ja. Habe ich das richtig verstanden, dass bisher das aus Ihrer Sicht so war, dass wenn man seine Meinung geäußert hat und diese kritisch war, das Ergebnis eine Suspendierung oder die Arbeitslosigkeit war? Ja. Gibt es dafür Beispiele? Also mir persönlich sind keine bekannt. MPD ist natürlich auch immer ein Fußsprung. Der ist überhaupt nicht entspannt. Der sagen, ist ja, ich wurde aus überhaupt dem nicht Grund, entspannt, der gute Harrison. Kündigt. Aber die Führungsebene hat natürlich da nicht offen transparent drüber gesprochen. Also Buschwung. Ihnen ist jetzt kein Fall bekannt, dass Max Mustermann jetzt gekündigt wurde, weil der Streifenleitung seine Meinung gesagt hat und dadurch resultierte dann die Arbeitslosigkeit. Genau. Eine Aussage ging wohl in Richtung der DOA, warum diese nicht eingesetzt war. Wes, es reicht jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das Gerücht DOA einloggen jetzt. Mach den Saal leer, Junge. Da Waffen. Aber neben Harrison gerade einfach zu sitzen. Ich werde jetzt einfach noch, ich werde jetzt so im 5-Minuten-Takt jetzt so einen Spruch raushauen. Da kann, richtig nerven. Da habe ich jetzt einfach richtig Bock zu. Und da kann ich mir die Vermutung herstellen, dass die DOA nicht einberufen worden ist, dass vielleicht Information nach draußen treten kann. Ob die DOA jetzt dementsprechend korrupt ist, kann ich nicht bestätigen. Okay, also das ist Ihre Wahrnehmung, warum gegebenenfalls die DOA nicht eingeschaltet wurde. Das ist so korrekt. Sie sind leider Gottes verletzt worden und auch ohnmächtig geworden. Relativ am Anfang des Schussgefechts oder zu welchem Zeitpunkt? Direkt fast zum ersten Schusswechsel, die aus dem Richtung Tunnel kam. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Chief Justice, Mr. Washington. Herr Garcia, die DOA wurde nicht involviert. Also die war also an diesem ganzen Einsatz nicht beteiligt, oder? Die war kurz vor dem Einsatzbriefing war mit Kollege Bullock und noch ein Kollege informiert worden, aber nicht so dementsprechend, dass sie vielleicht was zur Einsatzplanung beitragen hätten können. Ja, die dann dementsprechend auch die Hawkins hat die einmal zu mächtig werden lassen im BD, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und wenn dann bei sowas Kenner dabei ist, der da sagt, es reicht's aber. Gespräch, was ein paar Tage vorher stattfand, in einem sehr engen Kreis, da waren die nicht involviert. Das ist so korrekt, ja. Waren die denn bei dem Einsatz dabei? Ja, die waren als Außenposition, als Beobachter im Einsatz dabei. In einem Verhör mit Kussgeräuschen. Okay. Ach, ja. Ja. Das ist in der Tat passiert und war sehr lustig. Ihre Bedenken irgendeinem anderen Officer gegenüber genannt? Nein, habe ich nicht. Ich habe theoretisch mit meinen Ängsten zu tun gehabt, da dementsprechend
vielleicht auch nicht nur eine Tunnelgrabung passieren kann, sondern eine Sprengung. Und das wäre in dem Fall dann mein Tod wahrscheinlich gewesen. Ja. Wäre angenehmer als das hier. Garcia, wäre angenehmer als das hier. Danke, Herr Garcia, ich habe keine Fragen mehr. Mr. Washington? Negativ. Masters? Mr. Garcia, bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie getroffen, bewusstlos geworden sind, haben Sie Erinnerungen an den Verlauf? Ja, habe ich. Als Teil des Teams Reds standen Sie mit Rickman auf der letzten Position, somit auf der 5 und auf der 6 ganz hinten, ja? Das ist korrekt, ja. 12 Meter ungefähr bis zum Tatverdächtigen. Der klingt gerade wie Jörg Sprave da vorne. Wer in Team Rot hat als erstes das Feuer erwidert? Oder? Das also Masters ist auch, wird doch gespielt von Jörg Sprave. Sein. Also in dem Fall Riley und Taylor stand, glaube ich, vorne. Der Verständnis halbe, Mr. Garcia, ist das eine Schätzung oder ist das eine Wissensart? Oder? Das ist eine Schätzung. Gut, also wenn der jetzt noch gerade ein machen würde. Mr. Garcia, hatten Sie Angst zu sterben? Ja, hatte ich. Keine weiteren Fragen. Goldwell, haben Sie Angst zu sterben, Herr Harrison? Ja. Murphy. Hätte ich tatsächlich. Garcia, ich stelle Ihnen die gleiche Frage wie auch Ihren Vorrednern. Eine Frage noch, Herr Harrison. Haben Sie die Privatnummer von Jörg Sprave zufällig? Es war wie eine Zeitbombe, wenn ich das so sagen darf. Sie haben da doch bestimmt Verbindungen, oder? Sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes, auswegslosen Situation? Nein. Nach dem letzten Armbrustkauf. Wie war der Einsatz im Vergleich? Ich fange anders an. Sie sind ja Officer im Polizeidepartment. Wie oft waren Sie bis jetzt in, ich sag mal, vergleichbaren Einsätzen? Es gab keine vergleichbaren Einsätze in dieser Größe, aber andere Einsätze war dementsprechend die Planung besser, klar kommuniziert, offen. Jeder Kollege wusste, wo wer was zu tun hatte. Das war hier zwar. Das ist einfach nur sorry, dass er nicht, dass er nicht die ganzen Setbacks hat. Aber wir waren da komplett auf uns alleine gestellt. Wir hatten keinen Rücken oder sonstigen. Gut, das beantwortet meine weitere Frage bereits. Ich bin fertig. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Herr Garcia, Sie sind ja Teil der DSU innerhalb des PDs. Es ist ja, ne, wie ich auch aus eigener Erfahrung weiß, eine Einheit, die sehr oft miteinander trainiert. Jetzt war es aber der Fall, dass diese Einheit ja während des Einsatzes ebenfalls aufgesplittet wurde und im Grunde genommen nur Sie zusammen mit Herr Rickman eben aus diesem zusammentrainierenden Verbund in diesem Raum waren. Hatten Sie irgendeine Verbindung zu den anderen Teilen des Team Rots im Sinne von das Gefühl, dass das eine verbundene Einheit auch für Sie war, dass ne, man sich abgeholt oder gedeckt gefühlt hat? Also ich kenne nur persönlich den Officer Riley aufgrund meiner ehemaligen Job des DOJs hier, den ich sehr vertrauenswürdig finde und dementsprechend für ihn auch im Härtefall sterben würde. Genauso wie für den Kollegen Rickman. Ich muss dazu sagen, wäre Herr Rickman nicht, wäre ich vielleicht auch nicht mehr unter den Lebenden. Aber gefühlt war es keine feste Einheit. Alles klar. Dann habe ich auch keine weiteren Fragen mehr. Ich hätte noch eine Frage, die nachkommt. Mr. Garcia, wurden Sie ebenso auf die Southside vorbereitet? Ja, das war auch mein Infostand. Haben Sie sich auf das vorbereitet, was da angekündigt wurde in der Softside? So ein bisschen. Aktenlage, da ich im PD die Akten bearbeite. Ein bisschen vorbereitet, wer vielleicht auf der Fahndungsliste steht, welche Gruppierung da sein könnte. Ein Arzt. Meine Notizzettel fertig gemacht, um schneller im Einsatz vielleicht handeln zu können, dass die Person gesucht oder gefährlich ist. Wussten Sie, was in den Säcken oder in den Taschen im Safe war? Nein. Wissen Sie, ob überhaupt jemand wusste, was in diesen Taschen ist? Ist mir bis heute nicht bekannt. Ich
Ich möchte noch auf eine einzelne Sache zurückkommen, weil mir das persönlich sehr wichtig ist, weil Sie es auch erwähnt haben und jetzt im Gespräch dieses COCP-Verfahrens auch auf dem Tisch liegt. Die Situation mit den Kündigungen. Das ist ja ein ziemlich brisantes Szenario, was Sie da beschreiben. Auf Basis welches Ereignisses haben Sie den Eindruck, dass wenn Sie der Streifendienstleitung oder der Führungsebene genau, jetzt, das sind die richtigen Fragen, Feedback negativ, sagen wir mal, kritisch entgegenbringen, an der Hochzeit crashen, dass Sie dann mit personellen Konsequenzen rechnen müssen. Ich würde da jetzt so gerne vorne stehen. Sie meinten das vorhin, das Wort Buschfunk. Ich muss dazu sagen, dass ich das selbst das Gefühl hatte, wenn man mit einem persönlichen Anliegen zur Führungsebene kam, Ausnahme von Hawkins, weil Hawkins dementsprechend immer ein offenes Ohr hatte, als Chief of Police, wie zum Beispiel beim Chief of Department Kurz, hat man ein Anliegen beigebracht, wurde das mit dem Motto, ja, klären Sie doch selber, wir sind hier nicht im Kindergarten, obwohl es dienstliche Verfahrensfehler vielleicht waren, die dementsprechend nicht nachgegangen worden sind. Und dementsprechend auch das Gefühl von den Kollegen wiedergaben, man hätte mit ihm nicht reden können, dem ist das egal. Seit wann ist die Stimmung so im Polizeidepartement in diesem Zusammenhang? Seitdem Chief of Department Kurz generell nicht mehr ansprechbar für uns war, für unsere Kollegen, ging die Stimmung eine lange Zeit sehr in den Keller. Ich muss seitdem auch Herr ins Bett, ne? PD jetzt ganz wieder ehrlich da ist und ein Ansprechpartner für die Probleme und Sorgen des Kollegen da sind, ist die Stimmung auf jeden Fall wieder besser geworden. Okay. Gut. Keine weiteren Fragen. Dankeschön. Hat noch jemand eine Frage? Ich habe noch eine kurze Frage, Herr Harrison. Was werden Sie gleich da vorne nutzen? Ein Aktivruder oder ein Bäckerruder? Platz nehmen. Gerne. Oder vielleicht auch ein Spatenruder? Deal ist auch nicht da. So korrekt, hat sich auch nicht geändert. Wissen Sie, was das Schöne ist? Ja. Erinnern Sie sich noch an den Moment, wo Sie mich verhört haben? Die 03 Hall. Jetzt ist es genau rumgedreht, Herr Rassen. Wenn Sie gleich da vorne stehen, schlottern, schwitzen und Sie hören so ein beruhigtes Ausatmen, dann wissen Sie, der Enrico hat gerade seinen Frieden gefunden. Und jetzt viel Spaß. Der Einsatz war strukturiert und koordiniert. Wenn Sie das genauer ausführen. Ja, das bezieht sich auf das, was ich zu dem Zeitpunkt, als wir die Einsatzvorbesprechung direkt vor dem Einsatz hatten. In dem Moment wirkte alles auf mich. Ich bin so ein toxisches Stück Schei. Ja. Grüße. Ja, alles gut? Ja, alles bestens. Alles bestens. Schön. Ja, vollkommen klar. Dass die das ohne Pause so durchziehen können da vorne, ne? Respekt. Ohne was? Könntest du nochmal wiederholen? Dass die da vorne ohne Pause so durchziehen können, Respekt. Ja, das ist vollkommen klar. Aber wissen Sie, das Ding ist halt, an manchen Tagen hat man einfach Bock, ne? So eine Truppe an Massenmördern zu vernichten. Ne? Und da brauchen wir dann noch nichts mehr zu essen, da brauchen wir nichts mehr zu trinken. Grüße, schönen Abend. Ja, danach brauche ich einen Drink, eindeutig. Ja, das stimmt voll. Wollen wir uns einen reinknallen? Wir sind ja gerade mal Gäste. Nee, ich muss ja noch bereit sein, falls was reinkommt, aber technisch. Ja, da haben Sie natürlich recht, aber ich bin ganz ehrlich, das Einzige, was heute noch reinkommt, ist ein Harry Suited, wa? Ein Harry Suited? Ja, das kommt. Kennen Sie sich? Nee, ja, achso, ja, wir haben die Hände voll. Ein Harris Judith geht immer. Ein Harris, ich sag auch immer, also ganz ehrlich, wer ohne ein Harris Judith arbeitet, der ist bescheuert. Grüße. Schön. Herr Collins! Ja, bitte, Herr Kasalik. Hätten Sie auch gern ein kleines Bierchen? Wir wollen uns eben. Tipp: Lila könnt ihr bald vorbeikommen. Lila?
Ja, offensichtlich spät er gerade, hat hinten Bullock und mich gesehen, danach hat angefangen zu telefonieren. Warten Sie mal, meinen Sie jetzt Ballhaus oder wie? Und ja, Ballhaus. Ach du Scheiße, das ist doch von dem Brixens Pepe da hier, die Fam, oder? Ist heute aber nicht da und Und seine Leute drehen ein bisschen verrückt. Ja, Laser ist frei. Ich habe Laser schon angerufen, dass ich gerade sein OG bin, wenn mein Vater nicht da ist. Aber er meint, er will jetzt all daran sprengen. Ja, ja. Zitat. Kann er machen. Ich habe jetzt, ja. ich habe jetzt gerade hier Pause, Herr Hammond, warum? Herr Hammond, können Sie mir den Gefallen machen und bitte ins Gebäude reingehen? Ja, ich mach das mal. Danke vielmals. Na dann würde ich sagen, Anstoß. Anstoß. Auf eine gute Verhandlung, mein guter Shane. Ja. Schauen wir mal, was rauskommt. Ob es die richtigen trifft nachher. Das gute Harry ist Judith alkoholfrei, wa? Ja. Einmal alkoholfrei, weißt du doch. Okay. Als ob wir im Dienst trinken. Nee, es wäre krank. Das würde mir nie im Traum einfallen, Schatzanwalt. Mit 4 Promille in die Zelle. Das stimmt voll, wa? Das Einzige, was wir irgendwo reinknallen, wollte ich auch gerade sagen, das sind nämlich Verbrecher in Gefängniszellen. Das ist eh klar. Ja, selbstverständlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Muss man sich ehrlich für schämen, finde ich so. Ganz ehrlich, wa? So. Ja, ich werd mal noch kurz ein bisschen Luft schnappen gehen, wa? Alles klar, ich bin auch wieder drin. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ja, leider. Und zwar in die ganz frühe Schicht. Machen wir jetzt mal kurz. Weil ich bin ganz ehrlich. Oh, geil. Also nur da drin sitzen und zuhören, ohne so ein paar fiese Kommentare. Das wäre mir zu lame. Haben sie den gedetuned, den Chef dran? Ja. Sieht schon extrem Porno aus mit den Felgen, ne? Junge, Junge, Junge. Wollte immer noch schnell Munition einkaufen gehen. Krise, sag mal! Ja, Kreis sagt's nur mal! Ja, Krise. Folgende Frage. Sie wollen ja, nicht. Sie sind nicht zufällig gerade auf dem Weg zum DOJ und wollen da ein bisschen rumballern, oder? Moment, ganz kurz. Ich muss ganz kurz. Lass mich ganz kurz. Moment. Ja. Kurz auf die Uhr schauen. Ne, erst eine Stunde. Ne, perfekter, klarer Patron. Krise. Super, schönen tschüss. Abend. Krise. In meinen Benz zieh ich die
Stapel und trink Kopfgesonne. Hab zwei Tische reserviert, auch wenn ich nicht zur Party komme. Und meine Stadt beschreibt, wieso hast du keine ja, Zeit? Wie ein paar Haifischnecks, einfach, dass sie leise bleibt. Es tut mir leid, mein Leben trinkt nur. Und für Stress hab ich so ein paar Bananenclips wie ein Salafist. Und während du so wie ein Penner lebst, siehst du mich in meinem Geh auf dreiteilige MAEs. Herr Selami, die Straße hat mich lieb, war über Rot nur aus Prinzip. Bis zum Tod bleib ich Bandit. Der Code ist 187, Bruder Sohnes macht den Beat. Kauf den Dogo Argentino, ab Bonsat Krokodil. Mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Mein Benz. Verteile ich gratis T-Shirts an die Fans. Mein Benz. Siehst du meine Königskette? Benz. In mein Benz. Einfach unten mit der Gang. Geb ich Autogramme an die Fans. Ich muss sagen, also in meinem Benz ist schon ein legendärer Teil deutscher Popkultur, finde ich. Also das ist das. Also ohne das wäre unser Land ein bisschen schlechter. Wir sind eh schon nicht so gut, ne? Aber ohne dieses Lied, da wäre das einfach nix. So, müssen wir eben aufmunitionieren, ne? Ah, war das gerade schön. Junge, also ich muss sagen, ich habe mich kurz an diese Breitreifen gewöhnen müssen, aber jetzt sieht das halt schon sehr krank aus, ne? Ja gut, Jesus ist ja bei meinem Benz überhaupt nicht dabei. Hier auch irgendwo Munition. Geld habe ich denn dabei? Für eine reicht's. Das ist halt schon extrem geil. Meine Rollies in mein Benz. Gestern noch in Zelle drin, heute mit Groupie Sheraton. Du siehst mich im Benz sitzen, so wie Lewis Hamilton. LV und Fendi Hemd, während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Secondhand wie Menschen mit einer Arthrose. Gangster und kein Profiler, da ich shaken in meinem Oldtimer. Und der Benzer wird zum Lowrider, Boss in Existenz, auch wenn die Sonne nicht mehr brennt. Ich red zwar nicht vom Reis, doch der Onkel steht vom Benz. Spritztour, heiz im AMG E-Coupé. Ich cruise, heißt ich fahr mit Penelope. Mit deiner Stampe Richtung Hollywood Hills. Denn sie tanzt ja aus der Reihe wie beim Bollywood-Film. Mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Mein Benz. Verteil ich gratis T-Shirts an die Fans. Mein Benz. Meine Königskette in mein Benz. Dreh ich einfach unten mit der Gang. Geb ich Autogramme an die Fans. Siehst du meine Rollies in mein Benz. Alter, Bilder, das war gerade so geil. Ich bin gerade einfach, weil mir die Verhandlung ein bisschen zu langweilig ist, kurz noch mit dem Benz geheizt, wa? Ist sie wirklich so langweilig? Also ich darf ja nicht da rein, das ist die Problematik. Ja, soll ich Ihnen alles erzählen, was da drinnen vorgeht? Also ich bin da eigentlich nur rein, um mich neben Harrison zu setzen und um mich so richtig verbal an ihm zu rächen. Sie sind aber auch ein Arschloch. Ich hätte mir jetzt wirklich eigentlich vorgestellt, dass es relativ kick sein kann, wie die ganzen Leute jetzt auf einmal so bereuen. Naja, die rudern halt alle, man. Die rudern alle und schieben eigentlich alles darauf, dass sie Angst hatten, Konsequenzen von der Streifendienstleitung zu bekommen. Ja, deswegen habe ich Murphy eine SMS geschrieben. Falls sie noch einen Zeugen bräuchten, würde ich da gerne reingehen und dann nochmal Klartext sagen, von wegen, was für ein beschissener Einsatz überhaupt war und
Ja. Ja, ja, ja. Einfach nochmal schön nachtreten. Ja, klar, vollkommen. Ja, also logisch. Was ist denn hier los? Warum seid ihr ja gerade, wenn ich fragen darf? Die Fortnite-Ballers patrouillieren wohl anscheinend hier gerade das DOJ. Das heißt Frontyard-Ballers, ja? Nein, die haben sich umbenannt, Fortnite. Respektvolle Gruppen hat man auch respektvoll anzusprechen, Herr Bulldog. Ja, aber wenn Pepe Briggs mir selbst sagt, für Fortnite, wir sind die Fortnite-Ballers, dann ist das auch so. Na gut, und dann, deswegen respektiere ich das. Ja gut, stimmt, wenn es der Pepe sagt. Richtig. Und außerdem, Sie können Pepe Briggs übrigens gratulieren, der hat Daniel Hammond nun offiziell adoptiert, der also, demnächst auch Daniel Briggs heißt. Ich habe das eben gerade schon so ein bisschen mitbekommen und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, ob das da Hammond mal offen für Neues ist oder weinen soll. Das ist... No. Genau. Ja. Ansonsten... Ja, haben Sie irgendwelche aktuellen Infos zum Hammond? Eher weniger tatsächlich, also Hammond... Irgendeinen Scheiß, in den da verwickelt ist. Der ist wohl irgendwie was hinter der Lia Dark her. Hammond ist hinter Lia Dark her? Ja, irgendwie dann fallmäßig, aber genau, keine Ahnung. Wird auch, glaube ich, offiziell heute oder morgen auch rauskommen. Damit sie auch offiziell das haben. Wie? Ansonsten, ja, der hat da irgendwie Ermittlungen und auch interne Ermittlungen. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht richtig zugehört. Man kann denn dieser Person 5 Minuten zuhören und dann geht es einem um den Sack. Ja, das stimmt voll. Naja, gut, dann gehe ich mal wieder rein, wa? Herr Bulldog. Natürlich, machen Sie das. Aber Sie können ja einfach an die Scheibe. Halten Sie einfach Ihr Ohr da ganz vorne an die Scheibe, da hören Sie eigentlich alles. sieht man durch die Scheiben, nee, wenn jemand... Ja, klar. Mache ich das anders. Nee, ich habe schon einen anderen perfekten Platz, wo ich die Ruhe genieße. Oben drüber? Nee. Nee, hinten mal Getränkeautomaten. Ah, schlau. Ist auch doch geil. Ja, ich gucke jetzt noch einmal kurz rein. Wenn das dann hier bald mal in Richtung Harrison geht, dann ist geil. Aber ansonsten muss ich mich leider wieder rausziehen. Dann kann ich nur empfehlen bei... Wir werden heute auf jeden Fall Champero hosten. Dann könnt ihr nämlich einfach bei dem weitergucken. Ne? Ja, genau, das ist die Sache. Na, das ist ein Kollege von mir. Der Dua. Das ist hier vom DOJ. Der Kasalik und der kann ruhig dabei sein. Hausmeister-Service. Wir entfernen jede Verunreinigung im Department. Mr. Bullock, wir haben den Nahbereich gesichert. Es sind keine Personen auffällig in der Nähe gewesen und die Türen sind alle noch abgesperrt. Also. Ja gut, wunderbar. Zur Information für Sie. Frage, halt, stopp. Kennst du COCK? Ich jetzt hier. Ja, sie, ja. No, ich bin nur DOJ Hausmeister-Service. Ich kenne jetzt keinen COCK. Was ist das? Hier ist ein Hausmeister-Service. Warum müssen Sie jetzt hier Security machen als Officer? Das geht doch gar nicht. Was bist du, Hausmeister-Service? Oh, DOJ Hausmeister-Service. Ist was ein Rallyfahrer, der nichts kann? Was? Alter. Ja. Was denn? Wenn du gerade meine Wochenend-Motorsportkünste in Frage stellen willst, ja? Ich bin für alles offen. Sind wir ganz ehrlich. Ja, alles gut. Du bist für alles offen, kannst du singen? Bist für alles offen? Sing mal Britney Spears. Nee, Britney Spears, welchen Song?
Könnt ihr deinen Song performen? Hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Bitte, könnt ihr mir 5 Minuten Vorbereitungszeit geben kurz? Nee, das hatten wir gerade schon. Dann haben die Officer uns hochgenommen und dann sind wir okay, aber wenn ich in 5 Minuten wirklich wieder hier bin, 45, bin ich hier und werde Hit me baby one more time vortragen. Okay, let's go. Also 5 Minuten habe ich nicht oft. Fuck mich das schon wieder ab, Mann. Scheiß Forky, Mann. Direkt OC beleidigen. Direkt OC beleidigen. Und dann geht er auf, und dann geht er auf das, was wirklich wehtut. Auf meine Fahrkünste in Jotrelli. Nervt mich der, wirklich. Boah. Da wird ein Ticket gemacht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wartet mal. Hit me, baby, one more time. Junge! Was ist denn hier los? Bing hat einfach einen eigenen Videobrowser. Müssen wir das Lied nochmal so anhören? Entschuldigung. Bitte, wer ist denn da? Na, Chiabatta hier, ne? Ja. Da, ich würde Ihnen empfehlen, mal wieder in den Gerichtssaal zu kommen, ne? Chiabatta, Sie sind ein Ehrenmann, erster Güte, ich sag's ganz ehrlich. Bis dann. Ach. Es tut mir wirklich leid, aber jetzt wird's spannend. Ich bin gleich wieder da. Fick nochmal. Eieieiei, rein da. Und es kam dann am Sonntagabend, also einen Tag später, einen Tag direkt vor dem Einsatz, relativ spät, die genaue Uhrzeit müsste 21 Uhr gewesen sein, zu einer Besichtigung dieser Lokalität, die unter extremem Zeitdruck aufgrund der Brisanz halt auch stattgefunden hat. Welche Rolle hat Chief of Police Hawkins gespielt und welche Sie? Chief of Police Hawkins hat den Einsatz in seiner Gänze an mich delegiert, weil er selbst zu der Zeit unpässlich war und tatsächlich auch quasi auf dem Weg schon, ich glaube, in den Urlaub war, das ist jetzt Mutmaßung. Und ich habe die volle Verantwortung für den Einsatz übertragen bekommen. Mit wem haben Sie sich den Tresor angeschaut? Den Tresor angeschaut, das habe ich mit Riley gemacht. Den Tresor an sich. Warum Riley? Weil er einer der insgesamt drei Personen war, die ich vorab mit ausgewählt hatte, um das entsprechend durchzuführen, beziehungsweise nicht durchzuführen, sondern zumindest in beratender Funktion mit hinzuziehen wollte. Wer waren die insgesamt drei Vorabpersonen? In dem Fall Riley, Mackenzie und meine stellvertretende Streifendienstleitung O'Brien. Die 36. O'Brien auf jeden Fall. Warum haben Sie sich für diesen Personenkreis entschieden? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass die Übergabe der Informationen auch nur stattgefunden hat, weil vereinbart wurde, das strengstens geheim zu halten. Ich habe als allererstes tatsächlich Riley hinzugezogen und mit ihm dann auch darüber gesprochen, wen man entsprechend aus dem SD auch hinzuziehen könnte. Habe ihn dann halt auch gefragt, inwieweit er für gewisse Personen gegebenenfalls, sage ich mal,
dass er sicherstellen kann, dass keinerlei Informationen rausgehen, um hier auch die Absprache mit dem Informanten entsprechend einzuhalten im Austausch für diese detailreichen Informationen. Dann wurde McKenzie ausgewählt und als letztes habe ich dann O'Brien noch mit hinzugezogen. Frage bleibt, warum? Wurde gesagt, also warum hat Riley McKenzie dazu geholt und sie letztendlich O'Brien? Warum wurden diese Personalien ausgewählt? Weil die aus meiner Beurteilungssicht heraus in dem Moment die geeignetsten Personen auch waren, wo auch sichergestellt werden konnte, dass keinerlei Informationen vorab rausgehen. Also befürchteten Sie, dass Informationen rausgegeben werden? Nein. Warum haben Sie denn diese Einteilung so gemacht? Weil ich das in dem Moment für richtig gesehen habe. Sie dachten also, die Informationen werden nicht weitergegeben. Sie hielten es einfach nur für richtig, den Personenkreis klein zu halten. Das war eine explizite Vereinbarung auch mit dem Informanten vorab, dass der Personenkreis entsprechend klein gehalten wird. Dementsprechend habe ich mich dann so entschieden, guter diese Personen da auch in dieser Personenstärke auszuwählen. Warum nicht die Dor? R6 hat komplett gekickt heute. Hat komplett gezogen. Heute. Das war nachweislich. Wir haben, glaube ich, zwei Runden auf die Fresse beide bekommen und dann noch, haben Sie sich dafür Kerem. Haben die nicht hinzuzuziehen? Ich glaube. Es wurde in keinster Weise berücksichtigt. Eine Runde ein bisschen durchgecarried. Einfach mal die Dor vergessen. Wie gesagt, ich habe es in keinster Weise. Wie hält man denn im Sims rein? Sperrt man die alle im Pool ein oder wie? Das ist ja vollkommen krank. In keinster Form berücksichtigt. Auch da die Frage. Also wir hatten jetzt hier ja schon Vorwürfe gegenüber der Dor bezüglich Vertrauen. Das würde sich für mich erschließen, dass sie letztendlich den Personenkreis klein halten. Warum die DSU nicht? Wissen sie nicht mehr, oder? Ich habe diese Personen einfach nicht mit einbezogen oder nicht in meinem Gedankengut drin gehabt, diese mit einbeziehen zu wollen oder nicht. Also ich habe es einfach nicht gemacht. Also, okay. Ich hatte keine spezielle Begründung, warum ich es nicht getan habe. Sie haben die Information bekommen. Hawkins war nicht da, im Urlaub, wo auch immer. Der ist sehr unbrauchbar. Gesagt, ist sehr, sehr unbrauchbar. Wie sind Sie vorgegangen? Sie haben den Personenkreis ausgewählt, so leicht angerissen, aber was war noch so Ihre Überlegung? Also grundsätzlich hatten wir bis zum Tag oder den späten Abend direkt vor dem Einsatz die grundlegende Problematik, dass wir diese Besichtigung bisher auch noch nicht hatten, dass wir nur sehr vage Informationen bekommen haben. Die waren am Anfang noch sehr, sehr allgemein gehalten. Am Abend davor, Sonntag, spätabends, wie gesagt, Uhrzeit müsste ich jetzt raten, vielleicht war es 21 Uhr, 21.30 Uhr, grob kam es dann zu dem Treffen mit den Informanten entsprechend. Es kam zu einer Begehung der besagten Lokalität. Und dazu kam es dann noch zusätzlich zu genaueren Informationen mit einem genauen Zeitraum. Ursprünglich angesagt war halt die Uhrzeit, entweder war es zwischen 19 und 23 Uhr oder 20 bis 23 Uhr. Später wurde das dann nochmal auf den genauen Zeitraum 20.30 Uhr bis 21 Uhr am Montagabend spezifiziert. Dementsprechend wurde dann daraufhin in derselben Nacht noch, quasi wenige Stunden vor dem Einsatzbeginn meinerseits die Einsatzplanung angefertigt mit auch einer einhergehenden. Bobby, du bist halt einer der wenigen, der wirklich sagen kann. Riley und auch Durchsprache mit den von mir hinzugezogenen Personen. Leute, im Namen von Hobby wird das bitte mal Stay gedankt. Das kann nicht wahr sein. Kommt raus hier. Raus hier mit den Danksagungen. Welche Informationen haben Sie alles erhalten? Also ich habe jetzt eine Uhrzeit gehört. Ja. Was gab es noch so für Informationen? Also wir haben die Information bekommen, dass letztendlich, als es genau spezifiziert wurde, war der Informationsstand, den wir hatten, dass wir mit 3 bis 4 Leuten im Tresor rechnen sollen. Es wurde ein Personenkreis von 6 bis 10 Leuten insgesamt veranschlagt. 6 bis 8 AK-47. Es wurde auch spezifiziert, dass sich Personen auf dem Vinewood Boulevard direkt befinden werden. Und es wurde zusätzlich uns auch noch gesagt, dass sich auch Personen unmittelbar gegenüber auf dem Parkhaus auf diesem Wege.
der Halle, wo der Tunnel, also von der Tunnel ausging, gegraben wurde, ebenfalls auch befinden werden. Zusätzlich dazu wurde uns auch noch gesagt, dass sich zwei Fahrzeuge eben in diesem Parkhaus befinden, die vermeintlich zur Flucht verwendet werden sollten. Also es waren sehr relativ genaue Informationen über den Ablauf. Und wie sind Sie denn? Ja, Entschuldigung. Nee, führen Sie aus. Ich habe in dem Zuge auch noch den entsprechenden Code zu dieser Halle bekommen, der auch überprüft wurde, dann nochmal meinerseits in dieser dennoch sehr kurzen Zeit. Und hat sich soweit auch alles als richtig herausgestellt. Und daraufhin wurde dieser Einsatzplan angepasst. Welcher Code zur Halle? Die Halle, die den Tunnel beinhaltet hat. Hierzu, ich weiß, ich kenne den letzten Stand der Akte tatsächlich nicht. Es wurde meines Wissens nach von PD10 Bullock fotografisch alles festgehalten. Und dieser Tunnel befand sich hinter Hochregalen hinter einer versteckten Tür tatsächlich. Also wenn man die Halle betreten hätte, hätte man augenscheinlich nur eine normale Lagerhalle vorgefunden. Okay. Heißt, Sie haben den Plan fertig gemacht und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Also ich habe in der Planung entsprechend, so gut es ging, Riley, McKenzie und O'Brien mit einbezogen, habe dann den Plan quasi am Ende finalisiert und in der Nacht von Sonntag auf Montag, als ich dann mit der Planung fertig war, ich habe es vorhin tatsächlich nochmal zeittechnisch genau nachgeguckt, um 1.58 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich dann den Vorabplan, der aber definitiv auch noch Fehler enthalten hat, vorab rausgeschickt an alle Beteiligten und also an die Vorabbeteiligten. Und dann kam es halt dann danach an einem Tag zu dem Ablauf des Einsatzes beziehungsweise zu der Durchführung des Einsatzes. Was waren so Vorabfehler? Das müsste ich jetzt genau nachgucken, wie sich die Ursprungsversion unterschieden hat. Das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Gedächtnis nicht mehr sagen. Aber ich kann die Ursprungsversion gerne auch noch auf zusenden. Es fehlten zum Beispiel noch Bilder der Parkhaussituation. Aber das kann ich es ist kein Problem, das kann ich Ihnen auch nochmal per Mail senden. Kein Thema. Dann war der Tag, dann kam es zum Briefing. Ja. Wie haben Sie die Mitglieder der entsprechenden Teams ausgewählt? Also grundsätzlich habe ich da auch mit den Beteiligten entsprechend drüber gesprochen, wie wir die Mitglieder entsprechend verteilen. Maßgeblich hier für die Beurteilung war halt eben die Vorab-Einschätzung von allen Beteiligten bei dem zu erwartenden Szenario, wie diese Mitglieder eingesetzt werden sollen, was unter anderem auch dazu geführt hat, beispielsweise, dass sich dafür entschieden wurde, in dem Fall Coldwell beispielsweise zu trennen und auf Team Blau zu setzen. Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Aufgrund der Vorab-Einschätzung zur Personalie Coldwell an sich, ohne das jetzt in irgendeiner Form negativ werten zu meinen, deutlich flexibler in seiner Vorgehensweise ist, da das Team Blau hier ja auch eine ganz klare Aufgabe hatte, aber zu jedem Zeitpunkt, das ist so aus der Einsatzdokumentation nicht ersichtlich, jederzeit auch als flexible Einheit, um auf Eventualitäten zu reagieren, gehandhabt wurde. Und es war angedacht, dass im Team Blau sich entsprechend Leute befinden, die ohne größere, die moralisch ohne größere flexibel sind, Schweife in der Lage sind, entsprechend umzuschalten und zu reagieren. Okay, das war Team Blau und Codewell, genau. Habe ich verstanden. Team Rot? Genau, Team Rot war ja das Safe-Team. Auch hier gab es vorab Überlegungen, ob wir dieses Team wirklich im Safe platzieren sollten oder sollen oder ob es andere Möglichkeiten gibt. In dem Fall wurde sich tatsächlich dafür entschieden, diese im Safe zu platzieren, unter anderem wegen der Codeschlosstür, die quasi als Hürde entsprechend zwischen dem Geld und den TVs zu platzieren. Maßgeblicher Grund hierfür war,
war tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Tatverdächtigen nicht an das Geld kommen und es zu einer Situation kommt, in der die Tatverdächtigen was wollen, was wir quasi haben in diesem Moment, damit es die Möglichkeit auf eine, ja, auf eine verbale Auseinandersetzung gibt beim zu erwartenden Widerstand. Wer hatte alles den Code für die Tür? Den Code für die Tür hatte kann man nur so wild alle sein. Vorab eingewiesenen Leute. Also das ist zu einer, ist zu einer verbalen Auseinandersetzung Personen, also in dem mit AK-47 und wie auch Riley. M16. Zusätzlich dazu habe ich die Person angewiesen, diesen Code entsprechend einer ausgewählten Person weiterzugeben und zusätzlich dem Team zu sagen, dass der Code auf Anfrage auch per Funk durchgegeben werden kann. Warum es hier zu dieser Entscheidung kam, den Code auch gerade zum Beispiel vom Tresor entsprechend weiterhin unter Verschluss zu halten, ist hiermit aus meiner Sicht damit zu begründen, dass es hier um am Ende auch Vertraulichkeit ging, weil der Tresor, also weil dieser Code nicht nur die Vortür zum Tresor geöffnet hat, sondern tatsächlich auch die Tür zum Haupttresor. Deswegen wurde sich dafür entschieden, diesen vorerst und nur bei Nötigkeit im Zweifelsfall auch im Funk durchzugeben, das entsprechend nur an zwei Personen rauszugeben. Aber wir haben doch keine Vertrauensprobleme, haben Sie doch gesagt, oder habe ich das vorhin missverstanden? Oh, oh. Es hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Es hatte damit einfach was zu tun, dass, wenn es nicht nötig ist, wenn es halt entsprechend nicht notwendig gewesen wäre zu irgendeinem Zeitpunkt, dass der Code dann halt entsprechend auch der Sicherheitsprotokolle der Bank nicht unnötig umhergeht. Ja, aber kurz kann man ja ändern. Also ich verstehe, dass wir den jetzt nicht im VNet posten oder ähnliches, aber an welchem Punkt trifft man die Entscheidung zu sagen, es kriegen unten zwei Personen den Code und nicht das gesamte Team Rot? Ich wiederhole die Frage von vorhin. Was wäre passiert, wenn die beiden umgeschossen wären? Ja, Mr. Kasalik. Dann hätte es die Möglichkeit. Ich möchte gar nicht rumsalzen. Ich möchte einfach nur sorgen, dass ich es schade finde, dass sie sich für derartige Personalien entschieden haben. Als flexibles Einsatzteam auch jederzeit den Code hatte und jederzeit auch in der Möglichkeit gewesen wären, von oben in die Bank reinzugehen, um die Tür zu öffnen. Das Achterruder gut besetzt. Das stellt sich für mich so ein bisschen dar, als würde man den eigenen Team nicht vertrauen. Also das mag vielleicht nur mein Empfinden sein, aber es erschließt sich mir noch nicht so ganz. Anderes Thema. Sie hatten den Code für die Halle. Vermutlich der Eingang. Ich möchte mich nochmal bedanken. Warum bewacht man nicht den Eingang, der gleichzeitig ein möglicher Ausgang wieder sein könnte? Du schaust jetzt das schon. Einfach alles auf den Herrn schieben und also... Ja, warum bewacht man den? Ich gehe davon aus, dass der eher auf den Stuhl kommt. Tatsächlich die... Also die Observation des Ortes vorab hat das entsprechend ergeben, wie man auch im Einsatzplan hoffentlich auf den leider nächtlich geschossenen Fotos erkennen kann. War dort entsprechend eine Multilevel-Dach-Situation, wo auch von... Ja, Leute, tut mir leid. Also nicht zu jedem Zeitpunkt es geht jetzt sichergestellt werden rüber können, dass wir gewusst hätten, wo sich genau jetzt diese Personen befinden. Hier eine entsprechende... Es geht jetzt hier nicht weiter. Ich muss jetzt echt raus. Das hilft alles nichts. Ich würde mir das gerne noch eine Weile anhören. Zu Papa kannst du aber vergessen. Es geht zu Murphy geht's. Nee, hört mal Leute, noch ein ganz kurzes Service-Announcement, bevor es hier rüber geht. Und zwar, am Freitag wird es wahrscheinlich auch ein bisschen RP geben. Ich werde ein bisschen reingehen, ein bisschen rum-RPen, ein bisschen dies, das und jenes tun. Danach gibt es aber wahrscheinlich wieder so gegen 12 am Freitag wieder einen kleinen Dirt Cup. Und zwar diesmal auf New Whatever, die amerikanische Map, die ja aktuell auch als zur Übung praktisch in unserem Dirt-Club drin ist. Das heißt, alle interessierten Fahrer wieder vorbereiten. Im Notfall gibt's vielleicht auch mal zwei Durchläufe. Ja, aber es wird wild. Es wird fucking wild. WRC Central Europe
WAC Central Europe geht praktisch durch meinen Vorgarten. Geht praktisch durch meinen Vorgarten. Naja. Genau. Ampero, wo haben wir ihn denn? Ah, schön. Nochmal ein bisschen Salz gestreut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr habt euch wohl. Genießt noch ein bisschen die Verhandlung. Ich würde sehr, sehr gerne noch mitbekommen, was der gute Harrison so erzählt, weil der springt ja ganz, ganz wild durch die Gegend. Aber ja, ich werd mir meinen Salzlader für einen anderen Tag aufheben müssen. Es hilft alles nichts. Naja. Ach hier, und ich danke für alle Subs und Subgifts, die so reinkamen. Sehr freundlich. Wir sehen uns am Freitag mit anschließendem Dirt-Event. Ne? Ihr wisst, wie es läuft. Tschö. Thank you.